50 Kilometer nördlich von Osnabrück, auf dem Flugplatz von Diepholz, dort, wo normalerweise das Luftwaffenversorgungsregiment 2 zuständig ist, hat sich an diesem Wochenende die internationale Tourenwagenmeisterschaft breitgemacht. Sie sehen hinter mir die vollbesetzten Tribünen entlang der Start- und Landebahn. Heute wie immer zwei Läufe, die Saisonnummern 11 und 12. Und wie immer ist Ihr Kommentator Burkhard Bechtel und er versorgt Sie jetzt schon mal mit ersten Informationen zum Meisterschaft. Das ist wieder unser Thema. Das Rennen, das übrigens über 37 Runden plus Einführungsrunde gehen wird, auf der 2,7 Kilometer langen Rennstrecke hier auf dem Flugplatzkurs. Wir werden uns dann gleich mal den Punktestand anschauen. Die aktuelle Version, so wie es in der Meisterschaft aussieht, bevor hier diese Läufe 11 und 12 gefahren werden, haben dann gleich logischerweise die Startaufstellung für Sie. Wir sind so in den letzten Minuten, bevor es dann losgeht. Das der Überblick, Manuel Reuter. Sie sehen ein sehr deutlicher Vorsprung. Das heißt, egal was hier passiert, er kann seine Meisterschaftsführung nicht verlieren. Eine Dominanz von Opel auf den ersten fünf Positionen, dann die beiden Mercedes von Franchitti und Magnussen punktgleich mit Alessandro Nannini auf dem Alfa Romeo. Schneider und Van Ommen aus Mercedes-Sicht komplettieren die Top Ten. Aber eine solch deutliche Dominanz einer einzigen Marke wie von Opel in diesem Jahr gezeigt, hat es in den vergangenen Jahren in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft so nicht gegeben. Sie bekommen in diesem Jahr all das zurück, was Sie in den ersten Jahren Ihres Meisterschaftsengagements nicht bekommen haben, als Sie oftmals sehr viel Pech hatten, einen langen, einen sehr bitteren Weg gehen mussten, um dann letztendlich nicht nur konkurrenzfähig, sondern sogar meisterschaftsdominierend zu sein. Die Einführungsrunde, sie wird dann jetzt gleich laufen. Das ist der Überblick über die Markenwertung, die das nochmal in aller Deutlichkeit unterstreicht. Opel mit 171 Punkten vor Mercedes und vor Alfa Romeo. Eine Minute noch, bevor dann die Einführungsrunde beginnen wird, wo sie hier absolviert wird. Wir haben übrigens 25 Autos am Start. Es sollten ja eigentlich 26 sein. Wir haben es vorhin im Vorbericht einmal kurz erwähnt. Aber Ratanakol Prothirat, ihre königliche Hoheit aus Thailand, geruhen sich heute anderweitig zu beschäftigen. Oder, um es auf den Punkt zu bringen, er ist dieser Qualifikationsregel zum Opfer gefallen. Das, was in der Formel 1 übrigens 107% sind, das ist dann im Rest des Motorsports eine 110%-Regel. Wer also da umso viel langsamer ist als der Trainingsschnellste, der ist nicht mit dabei. Die Zeiten, sie spielten eh eine ganz, ganz gravierende Rolle, um vielleicht noch ein kleines Zahlenspiel zu machen. Zwischen dem Trainingsschnellsten Schneider und Franchitti, beide in der ersten Startreihe stehend, war eine Differenz von 7000stel Sekunden. Das entspricht, wenn man das umrechnet, einer Länge von 33 cm auf dieser 2,7 Kilometer langen Rennstrecke. So, Feld geht jetzt in die Einführungsrunde hinein. Das ist nochmal so die letzte Gelegenheit, auch die Reifen ein bisschen auf Betriebstemperatur zu bringen. Obwohl die schon vorgewärmt sind, das geschieht über diese sogenannten Reifenheizdecken, die die profillosen Zwickreifen auf Temperaturen von etwas mehr als 80 Grad Celsius aufheizen, während die Arbeitstemperatur dann nachher so bei annähernd 100 Grad liegt. Die erste Reihe, einheitlich die beiden silbernen Mercedes, die AMG-Autos mit dem Trainingsschnellsten Dan Schneider und mit Dario Franchitti, getrennt durch diese 7000stel Sekunden. Danach zwei Alfa Romeo mit Gabriele Tarquini, bestes Trainingsergebnis aller Zeiten in der EDC. Und mal wieder in den Top 10 der junge Giancarlo Fisichella, Lechto und Stuck. Die beiden Rosberg-Teamkollegen stehen in Startreihe 3. Uwe Alzen, zweimaliger Zweiter auf dem Norrisring, und der meisterschaftsführende Reuter teilen sich die vierte Startreihe. Die fünfte wird eingenommen, zum ersten Mal im Top 10 übrigens von Kurt Thiem, dem Dänen, und Michael Bartels, dem Doppelsieger des letzten Jahres hier an dieser Stelle. Dann Klaus Ludwig und Jörg van Ommen, beide ja auch schon mit Siegehren in diesem Jahr. Dann Alessandro Nannini und Jan Magnussen stehen in der siebten Startreihe. Auch sie gehören zum Kreis der Sieger 1996. Yannick Dalmas und Alexander Wurz erstmals mit 96er Auto mit brandneuem Opel Calibra unterwegs. In der neunten Reihe dann Nicola Larini, sehr enttäuscht gewesen, und Stefano Modena mit dem Alfa Romeo Versuchsträger. Zehnte Startreihe dann Christian Danner, auch deutlich unter Wert geschlagen. Das gleiche gilt auch für den jungen Briten Oliver Gavin, dem Just Calibra. Nächste Startreihe dann mit dem Dänen Jason Watts und mit Alexander Grau, zwei der Jungen also in Reihe 11. Zwölfte Reihe, die beiden Teamkollegen Alan Lohr und Bernd Mailänder. Alan Lohr neuerdings wieder mit brünetter Haarfarbe. Und das Feld wird komplettiert mit Gianni Giudici, Markenwechsel bei ihm, nicht mehr Alfa Romeo. Dies ist jetzt der Opel Calibra.
Schikane wird ausgelassen bei dieser Einführungsrunde. Das macht man aus Sicherheitsgründen. Gleich wird es rechts abgeben. Fels kommt langsam heran. Startampel war mal ganz kurz rot. Und da gibt es jetzt ein kleines Chaos, denn die Startampel hat nicht umgeschaltet auf grün. So, und fahren wir da jetzt oder fahren wir nicht? Bernd Schneider auf jeden Fall mit dem Auto, mit den grün lackierten Außenspiegeln und Markierungen an der A-Säule ist vorne vor seinem Teamkollegen Dario Franchitti. Und man hat sich dann wohl offensichtlich geeinigt, dass man jetzt erstmal fährt. Dahinter dann die verfolgende Alpha-Meute mit den blauen Außenspiegeln. Das ist Gabriele Tarquini. Dahinter mit den gelben Markierungen Giancarlo Fisichella. Und danach dann der Opel Calibra. Das müsste das Auto von Hans-Jochen Stuck sein. Ganz genau so ist es. Vor dem Teamkollegen, vor J.J. Lechto. Michael Bartels ist um ein paar Plätzchen nach vorne gekommen, rangiert dort im Augenblick auf der 7. Position. 37 Runden, das wird unsere Renndistanz sein. Hier in der langsamsten Stelle, gerade in der Spitzkehre, die im ersten Gang gefahren wird. Jetzt geht es hinein in diese Schikane. Das ist eine absolute Mutsequenz, die sehr schnell gefahren wird, wo man weit nach außen herausdriftet, fast bis an die Grasnarbe heran. Die beiden AMG Mercedes also vorne mit einem Abstand untereinander von knapp 0,8 Sekunden. Den Rest entnehmen Sie bitte der Einblendung. Lechto mittlerweile auf Rang 5, Stuck auf der 6. Position. Das Auto mit der gelb lackierten Fronthaube, also im Rosberg-Team, das ist das Auto von J.J. Lechto auf 5 Stuck. Er trägt ja die roten Markierungen, die roten Sponsoraufkleber auf der Haube. Die Startnummern, sie sind mittlerweile auch deutlich größer geworden. Das hatten wir am Morisring ja bereits einmal angedeutet. Es gab dort einen Einspruch von Seiten des World Council, der FIR, dass die Startnummern einfach größer werden müssen. Und das ist dann jetzt geschehen. So, und die Frage ist jetzt, können die beiden Mercedes an der Spitze sich absetzen? Das sind die Autos, die sicherlich unbestritten über die höchste Motorleistung verfügen. Das komplette Starterfeld mittlerweile mit Motoren von mehr als 500 PS unterwegs. Da hat es einen Dreher im Hinterfeld gegeben. Und zwar Alexander Grau ist das gewesen. Im schwarzen Auto mit der Startnummer 4, der Teamkollege von Jan Magnussen. Da hat aber noch ein anderer eine Rolle gespielt. Man sah das so ganz kurz im Bildhintergrund vorhin noch. Da waren zwei andere noch mit dabei. Diese Spitzkehre, es ist eh eine sehr haarige Stelle. Alan Lohr deutete das vorhin an, wenn man auf diese zebrastreifenförmigen Markierungen dort kommt, rutscht das Auto sehr leicht weg. Da sieht man es. Und bin mir nicht ganz sicher, ob der Jason Watt da beteiligt war im weißen Alfa Romeo links daneben oder ob der Alexander Grau ein bisschen früh auf dem Gas gewesen ist und das Auto dann übersteuernderweise, also über das Heck hinweg, ausgebrochen ist. So, die beiden Mercedes, sie verschaffen sich ein bisschen Luft von den Fahrzeiten hier. Sind sie auch so 3 bis 4 Zehntelsekunden pro Runde schneller als die Verfolger? Dann gibt es dann hier nach Nannini einen kleinen Abriss und dann kommt hier die kämpfende Truppe mit Manuel Reuter, der ganz weit zurücksteckt, 10. Position. Und das Auto von Nicola Larini, eins der 3 Onboard-Kamera-Autos an diesem Wochenende. Die weiteren Autos, sie werden gefahren von Alan Lohr und von Klaus Ludwig. Nicola Larini im Augenblick auf der 13., 14. Position liegend, unmittelbar hinter Manuel Reuter. Diese Anbremsphase, diese Schlüsselstelle hier, Reuter mit Fehler, offensichtlich zu spät auf der Bremse, kommt weit nach außen, verliert zumindest mal einen Platz an Nicola Larini. Da kommen jetzt aber auch noch die beiden Markenkollegen Oliver Gavin im weiß-blauen Auto und rechts daneben Alexander Wurz im neuen Just Calibra. Müssen sich aber vorläufig beide erst einmal anstellen. Dahinter dann auch noch Jörg van Ommen, der auf der 17. Position einherfährt, von der 11. allerdings losgefahren war. Er war ja der schnellste im Top-Qualifying der sogenannten Gruppe B. So, und da gibt es mittlerweile eine kleine Aufdröselung dieses Startvorgangs. Die Startampel ist wohl auf grün umgesprungen. Aber wegen des Lichteinfalls ist das nicht nur bei uns nicht deutlich zu sehen gewesen, sondern auch an der Strecke. Das nochmal der Fehler von Manuel Reuter. Ein bisschen weit nach außen gekommen von der Ideallinie weg. Man kommt dort sofort auf den schmutzigen Teil der Fahrbahn, dort wo der Reifenabrieb liegt. Und dann hat man keine Chance mehr. Kann man nur noch versuchen, das Auto dort rumzuzirkeln. Die Mercedes im Augenblick mit einem Vorsprung von 0,8 Sekunden. Dann dieser Verfolgerzug, der hinführt bis zur Startnummer 6, also bis zu Alessandro Nannini. Das sind die Top 10. Dann der kleine Abriss. Die Verfolger mit einem unglaublich stark auftrumpfenden Jan Magnussen, der in dieser Gruppe derzeit auch die schnellsten Rundenzeiten fährt. Mittlerweile sogar auch vorbeigegangen ist an Uwe Alsen.
Magnussen also damit jetzt schon auf der 10. Position. Und der kommt ja von der insgesamt 14. Position, ist also um 4 Plätze nach vorne gekommen. Bei ihm jetzt im Windschatten der Zweitplatzierte, zweimal Zweitplatzierte vom Nürburgring, Uwe Alsen aus Wetzlar in der Nähe des Nürburgrings im Westerwald. Und hier sieht man schon die ersten Brocken fliegen, weil da gibt es jetzt ein Problem an dieser Stelle hier, dass sich offensichtlich dort eine Naht des Asphalts ein bisschen löst. Das hat es auch am Freitag im freien Training schon einmal gegeben. Und diese Dichtungs- oder diese Dehnfugen, die mit Gummimasse gefüllt sind, die fliegen jetzt hoch. Natürlich nicht besonders angenehm, wenn das einem da vors Auto fliegt. Klaus Ludwig mit der Onboard-Kamera unterwegs, fährt hinter Michael Bartels. Und drängt jetzt da auch mächtig nach vorne. Das ist diese sehr schnelle Schikane, die im letzten Jahr Klaus Ludwig zum Verhängnis wurde. Er war da ein bisschen zu schnell, berührte die Curves, flog nach außen in die Wiese, musste dann dort enttäuscht aufgeben. Und er hat hier so sein Problemchen auf der Geraden, dort wo der absolute Topspeed gefragt ist, mit den beiden Alfa Romeo, die dort vor ihm fahren, mitzuhalten. Und das ist wieder unsere Spitze. Die beiden silbernen Autos, eine knappe halbe Sekunde Vorsprung für Schneider auf Franchitti. Und Tarquini immer noch in der Rolle des besten Alfa Romeo. Aber sie bauen ihren Vorsprung Stück für Stück aus auf die Verfolger. Der ist jetzt mittlerweile schon angewachsen auf 2,8 Sekunden. Wobei die Rundenzeiten immer nur minimal differieren. Im Augenblick sind zwar die Verfolger hinter Bernd Schneider, nicht nur Franchitti, sondern auch Tarquini, Fisichella und Lechto schneller als der Führende. Aber das muss zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht unbedingt etwas bedeuten. Das können mal Kleinigkeiten sein. Das muss man dann über einige Runden hinweg mal beobachten. Ist jetzt auch gerade bei der letzten Rundendurchfahrt schon wieder anders gewesen. Da hat Schneider wieder ähnlich schnelle Zeiten gefahren wie auch die Verfolger. Man fährt übrigens deutlich unter dem Rundenrekord aus dem letzten Jahr, den Mercedes-Fahrer Jan Magnussen aus Dänemark hielt, mit 59,90 Sekunden aus 95. Man fährt auch deutlich unter der letzten Trainingsbestzeit des letzten Jahres von Michael Bartels, das waren die 59,40. Die Autos sind sehr viel schneller geworden. Top Speed liegt mittlerweile am Ende der Start- und Zielgeraden bei Geschwindigkeiten um die 260 Kilometer pro Stunde. Wieder an Bord im Auto von Klaus Ludwig, im Zackspeed Opel Calibra. Aber er kommt dann nicht dichter an Michael Bartels und an Alessandro Nannini herein. Obwohl mal die Rundenzeiten aus seiner Sicht mal eine Sekunde schneller sind, jetzt in der Anbremsphase ist er dann auch wieder dran. Aber in der Beschleunigungsphase fährt der Michael Bartels und fährt auch der Alessandro Nannini ihn dann ein bisschen weg. Das wirkt sich hier an dieser Stelle nicht ganz so gravierend aus, war aber vorhin sehr deutlich auf der Start- und Zielgeraden zu sehen. Und Jan Magnussen, dessen Rundenzeiten, die sollten auf jeden Fall beobachtet werden. Er liegt jetzt auf Rang 11. Dort führt man ihn im Augenblick, unmittelbar fahrend vor Uwe Alsen und hinter Klaus Ludwig. Wobei er allerdings da jetzt noch ein paar Meter hat bis zu Klaus Ludwig, bis zu diesem Auto hier. Da wird sich der Windschatten auch im Augenblick noch nicht auswirken. Der Windschatten, der so über 60, 70 Meter in etwa wirkt. Und das ist ja dann die alles entscheidende Phase, da ranzukommen, sich anzusaugen. Man gewinnt dann ein paar Meter Umdrehungen mehr, wird ein bisschen schneller. Und das ist dann so ein Weg, der über 10, 15 Runden vielleicht hinweg geht, so dass man dann letztendlich an dem vorausfahrenden Auto wirklich dran ist, um dann das Ausbremsmanöver zu starten. Er hat natürlich ein ganz besonderes Problem, muss jetzt auch viel in die Rückspiegel schauen, weil der Uwe Alsen auch nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit ist und nach wie vor Kontakt hat zu ihm. Die Rundenzeiten von Alsen sind auch genauso schnell wie die von Magnussen. Das heißt, auf der einen Seite muss er jetzt sehen, dass er nach vorne kommt, auf der anderen Seite der permanent nachdrückende Uwe Alsen.
der auf dem Norrisring ganz sicherlich den Höhepunkt seiner Tourenwagenkarriere gefeiert hat. Zwei Meistertitel, die hat er ja schon in der Tasche. Im Carrera und im Supercup, die beiden Meisterschaften für Porsche, hat er gewonnen. Aber im Tourenwagensport, dieser zweimalige zweite Platz auf dem Norrisring, das ist es gewesen. Und Manuel Reuter im Just Calibra fährt hier vor seinem Teamkollegen Alexander Wurz. Es sind die Plätze 14 und 15. Dahinter dann der dritte im Bunde aus dieser Mannschaft, des so überaus erfolgreichen Reinhold Just Teams, Yannick Dalmas im weiß-gelben Auto. Bei Manuel Reuter ist ja das Problem, dass der mit sehr viel Zusatzgewicht unterwegs ist, und zwar mit der maximalen Höhe, das sind 50 Kilogramm für seine Erfolge. Und zum Beispiel im Auto von Alexander Wurz, da ist überhaupt kein Zusatzgewicht drin, weil der in diesem Jahr noch nicht so erfolgreich war. Pro Sieg gibt es 15 Kilogramm Handicapgewicht drauf, und das endet dann beim Maximalwert von 50. Und so etwas wirkt sich schon aus. Das sind gut und gerne 5% vom Autogewicht, 1040 muss so ein Auto wiegen. Also beim dicken Daumen sind es 5%, und das merkt man dann auf jeden Fall. Die Top 6 bisher nur mit einer Veränderung, und zwar Stuck und Lechto haben die Plätze getauscht. Auto mit der 44. Auf Platz 5 Stuck, Lechto 6. und dahinter Stefano Modena. Und auch da sei nochmal gesagt, der kommt ja aus der 9. Startreihe heraus, also von der 17. Position. Ist er schon um 10 Plätze nach vorne gekommen. Dessen Auto weist übrigens als einziges im Alfa Romeo Rennstall eine Modifikation auf, als Folge des Bremsendesasters auf dem Norrisring. Zum einen hat man die Autos wieder zurückgerüstet, während Jan Magnussen sich übrigens gerade im Bildhintergrund was zu sehen und da ist es drin, gedreht hat. An der gleichen Stelle wie auch sein Teamkollege vorhin, der Alexander Grau, und das bringt jetzt nicht allzu viel dort. Er ist ein bisschen mit viel Speed losgefahren. Und der ist wohl dort aneinander geraten mit Uwe Alsen. Der gelbe Calibra mit den grünen keilförmigen Ecken hinten rechts und links am Seitenteil. Das Auto von Uwe Alsen, und große Probleme gibt es bei der 13. Lassen Sie sich nicht täuschen, das ist das Auto von Gianni Giudici, der im gleichen Design fährt wie auch die Autos von Lechto und Stuck. Da dieses Auto, ein 95er Calibra, im Winter eingesetzt wurde vom Rossberg-Team zu Testzwecken, man hat das Design dann so gelassen und die Werbepartner werden wohl auch die Saison gemeinsam mit Gianni Giudici dann weiterführen. Blitzschneller Wechsel, das deutete sich auf dem Norrisring schon an. Er war unzufrieden. Machte dann mit Wolfgang Peter Flohr auf dem Norrisring offensichtlich diesen Deal klar. Man hat dann sich ein bisschen vorbereitet. Er hat dieses Auto nicht gekauft, sondern es ist lediglich geleast. Er muss das mit seiner Mannschaft auch selbst einsetzen, bekommt aber dort eine Unterstützung, eine Rückendeckung von Opel in Persona eines Technikers, der ihm hilft. Nochmal kurz zu Stefano Modena zurück, zur Startnummer 9 und dessen Auto und die Modifikationen nach dem Bremsendesaster auf dem Norrisring. Man hat festgestellt, dass man zwar viel Kühlluft reinkriegte in den Bremsenbereich, aber die heiße Luft nicht wieder raus, hat dann die rückwärtige Seite des Radhauses ein bisschen geändert, sodass die Luft ausströmen kann, testet das jetzt bei ihm, will es dann übernehmen. Wurz, er kommt vorbei an Manuel Reuter. Alexander Wurz, der jüngste im Starterfeld mit gerade einmal 22 Jahren, auf der 13. Position, und 14. ist Manuel Reuter. Und ich bin mir ziemlich sicher, vorhin am Auto von Manuel Reuter ein Problem gesehen zu haben. Und zwar in Fahrtrichtung rechts betrachtet war wohl der hintere Teil des Unterbodens lose. Das nochmal der Überholvorgang. Alexander Wurz ohne Probleme vorbei, übernimmt damit Rang 13. Und das würde ich mir gleich gerne nochmal anschauen am Auto von Manuel Reuter. Bin also ganz sicher, auf der Geraden dort wirklich etwas Wackeln gesehen zu haben. Und wenn der Unterboden lose sein sollte, das bringt natürlich dann sofort die Aerodynamik so durcheinander, dass die Rundenzeiten, die Reuter im Augenblick fährt, die nämlich bei einer Minute liegen. Und damit ist er gemeinsam mit Yannick Dalmas derzeit der langsamste im Starterfeld überhaupt. Das würde diese Rundenzeiten erklären.
JJ Lechter und Alessandro Nannini im Zweikampf um die Plätze 7 und 8. Nannini, der vorhin sehr hart über die Curbs fuhr. Da muss man aufpassen hier in Diepholz. Das sind Kunststoff-Curbs, die einen sehr starken Neigungswinkel haben. Und das harte Überfahren kann zwei sehr unangenehme Folgen haben. Das eine ist, dass das Auto aufsteigt, dass es instabil wird, dass man alle Hände voll zu tun hat, das Auto wieder einzusammeln. Und das zweite ist, dass man sich beim zu harten Überfahren auch das Fahrwerk, die Aufhängungsteile verbiegen kann. Der Unterschied auf den ersten sechs Positionen, er liegt auf der sechsten Position. Lechto ist nicht mehr Sechster, sondern Stefano Modena ist vorbeigezogen am Finnen. Der Finne zurückgefallen auf Rang 7. Und Modena ist auch schneller als Hans-Joachim Stuck. Etwas mehr als 2 Zehntelsekunden. Also auch dort könnte sich noch etwas anbahnen. Die Alpha sind hier in Diepholz wieder absolut konkurrenzfähig. Man sagte ja auch auf dem Nürburgring, das war das große Problem mit der Bremsanlage. Als ja nun wahrlich, mit Ausnahme von Gianni Giudici bei seinem letzten Alpha-Start, das komplette Feld der Italiener dahin gerafft wurde. So, und der Giudici, der hat am Nürburgring wahrscheinlich mehr Glück gehabt als hier in Diepholz. Er hat wahrscheinlich einen Getriebedefekt, verliert zumindest Getriebeöl. Giudici also derzeit nicht mehr dabei. Schneider mit einer neuen schnellsten Runde mit 57,85 Sekunden baut seinen Vorsprung auf den jungen Schotten auf Dario Franchitti aus und der wiederum hat einen beruhigenden Vorsprung derzeit auf Gabriele Tarquini. Denn Tarquini ist ein bisschen langsamer geworden, 3/4 Zehntelsekunden langsamer als die Spitzengruppe, fährt 59er Zeiten und danach kommt wieder eine ganze Meute von Schnellen, die angeführt wird von Fisichella. Und die hinführt bis zu Michael Bartels, dem Neuntplatzierten. Ja, für Schneider wäre das natürlich besonders wichtig. Nicht nur, weil sein Schwager da Oliver Bierhoff hier ist, sondern vor allen Dingen auch aus sportlicher Sicht betrachtet, wenn das mal wieder funktionieren würde. Im letzten Jahr, da flog ihm alles förmlich zu. Da gewann er ITC und Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Der Doppelmeister in einem Aufwasch. Und in diesem Jahr, da wollte überhaupt noch nichts richtig funktionieren. Er sagt, ich habe auch Probleme mit meinem Auto. Hat das mal sehr salopp erklärt. Ich glaube, ich habe einen Hund drin. Ich komme mit dem Auto nicht so richtig klar. Kriege das nicht so richtig abgestimmt. Und jetzt hier in Diepholz, da sind sie plötzlich beide wieder. Sowohl er als auch Franchitti bei der Musik dabei. Und Franchitti gerade mit Übersteuern aus dieser Schikane herausgekommen. Das Auto rutschte weit nach außen. Da hat er gestern im Top-Qualifying eine Chaosrunde hingelegt. Da ging wirklich keine Zeitung mehr hochkant zwischen Auto und Grasnarbe. Da war er auf dem allerletzten Zentimeter unterwegs. Das ist ja jemand, der gnadenlos reinhält. Und sicherlich einer dieser ganz typischen neuen ITC-Fahrer, während bei Bernd Schneider gerade einmal kurz der Scheibenwischer anging. Da allerdings hier auf dem Airfield immer noch die Sonne strahlt. Zwar das ein oder andere Wölkchen am Himmel, gehe ich aber mal davon aus, dass der vielleicht einmal an den Schalter gekommen ist. Mittlerweile vorbei an Ellen Lohr, die zur Überrundung anstand. 24. ist sie. Mit dem 95er Auto, dem 95er Person Mercedes. Und mit dem Stand Schneider, Franchitti und Gabriele Tarquini. Mit der Startnummer 18 auf dem dritten Rang, knapp vor seinem Markenkollegen Fisichella auf Platz 4, geben wir kurz ins Sendezentrum nach Köln. Um die dritte und vierte Position hier in Diepholz, wo noch 15 Runden zu fahren sind. Fisichella ist mittlerweile Dritter. Gabriele Tarquini auf Rang 4, gibt sich aber noch nicht geschlagen. Und dahinter auf der fünften Position Stefano Modena, der mittlerweile an Stuck vorbeigezogen hat. Und das ist der Konter von Gabriele Tarquini wieder. Also Tarquini damit wieder in der Rolle der beiden Mercedes, der Mercedes Schneider und Franchitti. Und Stichwort Mercedes, fragen wir doch mal nach, wie der Schwager des Bernd Schneider, denn bisher so seine ersten Renneindrücke aufgenommen hat, Maren Braun und Oliver Bierhoff. Ja, während Bernd Schneider da draußen im Moment relativ ungefährdet seine Runden an der Spitze dreht, ist hier natürlich jemand, der hofft, dass das auch so bleibt bis zum Ende. Oliver, das ist ganz schön spannend, wenn man da mitfiebert, oder? Ja klar, zumal man ja auch nie weiß, was in dem Stück passiert. Man steht also immer hier und hofft, dass der Bernd wieder als Erster durchgeht, dass hier kein Aufschrei kommt von den Leuten. Und es sieht ja ganz gut aus und ich hoffe, dass es auch ein Startsieg wird.
Also bisher sieht es aus, als wären Sie ein Glücksbringer für den Bernd und umgekehrt auch. Also in Zukunft müssen Sie sich immer so absprechen, dass er bei Ihren Spielen zuguckt und Sie bei seinen Rennen. Vielleicht geht es dann immer so erfolgreich weiter. Genau, so irgendwas müssen wir uns einfallen lassen, dass nicht beide immer am Sonntag spielen und fahren müssen. Also wir werden mal vielleicht einen Antrag stellen. Gut, immer wird es sicher nicht machbar sein, aber eine nette Geschichte ist es trotzdem. Ich wünsche Ihnen weiterhin noch viel Spaß und ja, weiter mit Burkhardt. Na, da habt ihr zwei aber einen gut gefüllten Terminkalender bei 13 ITC-Rennen und ich weiß nicht, wie viele Spiele man so pro Saison in der italienischen Liga dann noch absolviert. Aber Schneider und Franchitti, das sind die beiden Mercedes-Werksfahrer, die das Sagen hier haben in Diepholz mit 1,9 Sekunden Differenz. Und da hat es geraucht, Larini über die Curbs gekommen. Und da ist genau der Fall passiert, den ich Ihnen vorhin angedeutet habe. Sofort wird das Auto unruhig. Uwe Alzen konnte diesen Zusammenprall da überhaupt nicht mehr vermeiden. Das ist übrigens eine Stelle, da hat Nicola Larini das Auto schon einmal rausgefeuert. Das war vor 2 Jahren. Sehr publikums- und fernsehwirksam übrigens, weil er dort vom hinterherfahrenden Klaus Ludwig per Onboard-Kamera gefilmt wurde. Und da feuerte der Larini das Auto breitseits in die Leitplanken hinein. Und die 17 an der Box, Probleme also bei Klaus Ludwig, der dort seinen Teamingenieur dabei hat, den verantwortlichen Mann für dieses Auto. Kopfschütteln und gestikulieren. Da gibt es also wohl offensichtlich ein Problem, sodass er im ersten Lauf nicht mehr weiterfahren kann am Zackspeed Calibra. Damit trifft also die Zackspeed Mannschaft innerhalb von wenigen Sekunden dann das Schicksal gleich zweimal. Zum einen Uwe Alzen, der Nicola Larini touchiert, unbeabsichtigt und völlig unschuldig. Und zum zweiten Klaus Ludwig, der an der Box steht. Ich bin mal gespannt, ob zumindest der Uwe Alzen noch weiterfahren kann, denn die Front war ein bisschen beschädigt. Auf der 12. Position liegt er im Augenblick und Ludwig fällt natürlich jetzt aus den Top 10 raus. Und bei ihm geht auch nichts mehr, Nicola Larini. Es ist nicht sein Jahr. Wenn man mit ihm einmal spricht, und hier zeigt er nochmal, was ihm passiert ist, übersteuern, das Auto kam über die Hinterachse, ich fuhr auf die Curbs, so wird er gesagt haben, und dann war alles gelaufen. Also wenn man mit ihm mal abseits vom Stress im Fahrerlager an der ruhigen Stelle spricht, er ist tief verzweifelt über das, was in diesem Jahr bei ihm abläuft. Man muss weit zurückgucken in der Statistik, um seinen letzten Sieg zu finden. Das war vor mehr als einem Jahr in Helsinki, als er den zweiten Lauf gewonnen hat. So, und wir werden mal wieder zur Maren Braun geben. Die hat Gesprächspartner. Sie sehen es schon im Insatz. Klaus Ludwig steht parat. Ja, und das ging jetzt sehr, sehr schnell für das Team Zackspeed. Das Rennen war schnell zu Ende. Erst Uwe Alzen, die Kollision mit Nicola Larini. Und jetzt, Klaus, sind Sie auch an die Box gekommen. Was war das Problem? Plattfuß vorne rechts, glaube ich. Und Auto lief auch vorher nicht richtig. Lenkung war wahnsinnig schwergängig. Ich glaube, die Servounterstützung oder die Lenkung selber hat einen Knacks. Und wenn man so unheimlich schwer lenken muss, dann geht es in den schnellen Kurven unheimlich schlecht. Und deswegen hatte ich eigentlich keine richtige Chance. Motor war auch irgendwo nichts zu scalen, haben wir eigentlich schon im Warm-up gemerkt oder hätten es merken müssen. Jetzt wechseln wir Motor, Lenkung und dann gucken wir am zweiten Lauf. Am Nürburgring waren Sie beide noch, also Sie und Uwe Alzen, eigentlich die dominanten Autos und Fahrer im Feld. Wie kann das sein, dass man dann von einem Rennen auf das nächste halt von den Zeiten hier so abfällt und ja gut, Pech, da steckt keiner drin. Ja, gut, jede Rennstrecke ist anders, das ist klar. Ich glaube, heute ist Mercedes dominant und alles, was dahinter fährt, fährt die gleichen Zeiten. Der Pulk von dem ersten Alpha bis zu mir, das war ja alles das Gleiche von den Zeiten. Also die Abstände wurden, ich sah zumindest immer, dass die Abstände nicht größer wurden. Aber die Mercedes fahren heute ein starkes Rennen und liegt an der Strecke, klar. Ganz kurz noch, wie stehen die Chancen, im zweiten Lauf wieder fahren zu können? Ja, das kriegen wir schon hin. Ich meine, das ist ja geübt. Schnellwechsler müsste in 10 Minuten drin sein und die Lenkung ist halt eben ein bisschen Arbeit, das kriegen wir hin. Alles klar. Danke, Klaus Ludwig, und zurück zum Renngeschehen. Ja, das ist halt so, weil das in der ITC alles so dicht beieinander liegt. Der Klaus Ludwig hat das schon sehr treffend charakterisiert. Einmal hopp und beim anderen Mal eben top. Top war es auf dem Nürburgring und hier funktioniert das nicht. Das sind Kleinigkeiten. Das sind Hundertstel oder mal Zehntel Sekunden. Hans-Joachim Stuck, er krallt sich hier Gabriele Tarquini. Wir reden über die Plätze 5 und 6. Tarquini scheint mir auch ein Problem zu haben und segelt in der Schikane geradeaus. Und jetzt geht's ab in die Leitplanken. Um Gottes Willen. Aber der Gabriele Tarquini scheint mir wohl auf zu sein. Jawohl, nimmt's Lenkrad ab. Das war ein Horrorcrash. Das war ein Horrorcrash. Und ausgelöst durch das Aufsteigen auf diesen Schikanen. Na, herzlichen Glückwunsch, Gabriele Tarquini und alle anderen, die dahinter standen, die Fotografen an dieser Stelle. Und Glückwunsch auch der Mannschaft, die die Leitplanken gebaut hat, weil die haben gehalten.
ausgelöst durch eine absolute Winzigkeit. Eine Winzigkeit. Er kam auf die Curbs, er versuchte noch einzulenken, wollte nicht geradeaus fahren. Wir sehen das jetzt hier noch einmal. Er ist dicht hinter Hans-Joachim Stuck, rutscht da schon ein bisschen. Und dann versucht er noch das Beste draus zu machen, steigt hoch auf und hier ist alles gelaufen, keine Chance mehr. Und die Fotografen hätten auch nicht den Hauch einer Chance gehabt, weil da reagiert kein Mensch mehr. Das Auto stand ganz kurz im vorderen Bereich in Flammen. Offensichtlich hat er aber dann selbst noch die Wagenheberanlage ausgelöst. Sicherheitsvorkehrungen haben funktioniert in allen Bereichen. Dreifach Leitplanke hat gehalten, ist nämlich gar nicht so einfach. Auf einem solchen Airfield müssen die Leitplanken ja immer extra installiert werden. Und das Auto hat auch gehalten. Gabriele Tarquini scheint offensichtlich zum Glück nichts, aber auch gar nichts passiert zu sein. Das Auto kann allerdings abgeschrieben werden. Rote Flagge ist draußen, Rennabbruch damit nach der 29. Runde von insgesamt 37, die gefahren werden müssen. Das heißt, es gilt jetzt gleich schnell nachzurechnen, liegen wir über 75%, über drei Viertel der Renndistanz, weil das würde heißen, dass dieses Rennen dann nicht mehr neu gestartet werden müsste. Werden wir aber gleich alles von der Rennleitung bekommen, da jetzt eigenes Papier und Bleistift zu bemühen, lohnt sich im Augenblick noch nicht. Ein Schrecken, ein gewaltiger Schrecken. Zum Glück ist das alles noch mal halbwegs harmlos ausgegangen. Halbwegs zumindest, ist die und der Streckensicherungsstaffel ist dabei. Und bei Mercedes gibt es Freude allerdings über den Sieg des Bernd Schneider. Und damit scheint wohl offensichtlich auch klar zu sein, dass dieses Rennen nach der 29-Runden-Distanz dann abgebrochen wird. Und mit dem Doppelsieg von Bernd Schneider und Dario Franchitti zu Ende geht Meisterschaftslauf Nummer 11 hier beim Flugplatzrennen in Diepholz. Das ist sicherlich aus der Sicht der Mercedes-Verantwortlichen eine gute Nachricht, überhaupt keine Frage. Aber die richtig gute Nachricht ist, dass Gabriele Tarquini sich bei diesem Unfall keinen Schaden zugezogen hat. Und Sie sehen hier die Teile, diverse Teile vom Unterboden, die dort rechts liegen, diese große Platte. Das ist aus dem vorderen Bereich, da sieht man noch diese Metallbeplankung. Dieses Teil sitzt unter dem Motor drunter. Viel Trümmer also jetzt auf der Rennstrecke. Leitplanke hat zum Glück gehalten und er ist nicht der Nutznießer der Situation, Bernd Schneider. Das wäre völlig falsch dargestellt, sondern er hat das Rennen von Anfang an im Griff gehabt. Genau wie die Mercedes-Mannschaft dieses Diepholz-Wochenende von Anfang an im Griff gehabt hat. Egal welches Training man fuhr, ob es ein freies Training war, ob es ein Top-Qualifying war, in der Gruppe A oder in der Gruppe B oder heute Morgen auch das Aufwärmtraining mit vollen Tanz. Die Truppe hatte alles im Griff. Schneider und Franchitti auf den Plätzen 1 und 2. Giancarlo Fisichella ist der beste Alfa Romeo-Fahrer auf Platz 3 vor Modena und Stuck, die auf den ersten 5 Positionen. Also Stuck damit wie auch im Top-Qualifying in der Rolle des besten Opel-Fahrers. Tja, das Wochenende begann so gut für Gabriele Tarquini mit seinem besten Trainingsergebnis aller Zeiten in der internationalen deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Und das ist das Endergebnis bis zu Platz 5, hatte ich es Ihnen schon genannt. Nannini auf Rang 6. Lechto mit Problemen, auf Platz 7 zurückgefallen, Bartels 8er. 9. Alexander Wurz in den Punkten, in den Top 10 mit dem neuen Auto. Und Manuel Reuter, der Meisterschaftsführende, auf Platz 10. Das heißt für ihn, er wird dann zum ersten Mal in diesem Jahr Gewicht, Platzierungsgewicht, Handicapgewicht abbauen dürfen. Das die weitere Reihenfolge ab der 11. Position bis hin zu Rang 20, bis hin zu Ellen Loh. Tiefes Durchschnaufen im Augenblick hier in Diepholz. Wir sind auch gleich wieder für Sie da. Liebe Motorsportfreunde, geben kurz zurück wieder nach Köln und dann nach Diepholz. Haben. Sie müssen repariert werden. Dann sind die ganzen Trümmer einzusammeln. Die Strecke ist zu säubern dort und das nicht nur im Schikanenbereich, sondern auch am Ende der Start- und Zielgeraden. Hier nochmal die Situation. Da ist ihm das Auto schon völlig aus dem Ruder gelaufen. 10, 15 Meter schon, bevor er mit mächtigem Bocksprung über die Schikane hinwegging. Und da hat er keine Chance mehr gehabt. Der wird zwar ganz sicher, obwohl Sie keine blockierenden Räder sehen, voll auf der Bremse gestanden haben. Das Auto hat ja ein ABS-Bremssystem. Aber ab dann ging es nur noch ab in die Leitplanken hinein, die ein bisschen nachgegeben haben, ein bisschen von der Aufprallenergie vernichtet haben. Dann die Rolle und das Auto steht wieder. Und man sieht sehr deutlich, dass die komplette Struktur des Autos, also diese eigentliche Zelle, die ja aus rund 40 bis 50 Metern Rohr gebaut ist, das ist 40 mm starkes Rohr, dass diese Zelle völlig gehalten hat.
Diese Teile, die dann vorne und hinten wegfliegen, im Motor oder im Tankbereich, die sind dann nur von einer untergeordneten Bedeutung. Wichtig sind zwei Sachen. Erstens, das Auto selbst, also die eigentliche Struktur, muss halten. Und zweitens, der Sitz, dass der Körper also weiterhin angeschnellt in 6-Punkt-Gurts im Sitz festgezurrt, dass das hält. So, und wir geben jetzt ganz schnell ab in Richtung Boxengasse, weil da steht wohl offensichtlich parat der Sieger. Unserem Umschalten. Wir sind auf den allerletzten Metern der Einführungsrunde zu dem zweiten Lauf. Mit Bernd Schneider und Dario Franchitti in der ersten Startreihe, da gab es noch ein bisschen Aufregung, denn das Auto von Bernd Schneider sprang nicht an. 10, 12 Leute fuhren vorbei, er wurde aber nicht angeschoben, sondern kam aus eigener Kraft in Gang, nahm dann seinen Platz wieder ein. Startampel auf Rot geschaltet, fällt jetzt in ganz langsamer Fahrt zwischen 70 und 90, sagt das Reglement, muss man dort fahren. Geschwindigkeit macht der Trainingsschnellste oder Sieger aus dem ersten Lauf. Macht Bernd Schneider, da hinten fächern sie aber auseinander, als gäbe es keinen Morgen. Und vor allen Dingen der Bernd Mailänder, der da die Flipflaps sogar noch absegelt. Dario Franchitti ist vorne vor Bernd Schneider. Danach ein relativ gesittetes Einreihen, alles gut gegangen in der ersten Ecke. Und Giancarlo Fisichella ist der schnellste Alfa Romeo. Man wird aber schon attackiert von Hans-Joachim Stuck, der rechts außen kommt und sehr clever dort aus dem Windschatten herauszog. Fisichella versucht nochmal zu kontern, dahinter leichte Staubildung. Das kann Bartels nutzen. Aber jetzt geht es natürlich drunter und drüber und dann auch noch Alfa Romeo intern. Also da waren aber nun einige von betroffen aus dem Alfa Romeo Rennstall von dieser Kollision zwischen Michael Bartels und Giancarlo Fisichella, der Startnummer 14. Und davon leben die natürlich jetzt alle vorne, die ersten drei, nämlich die Herrschaften Franchitti, Schneider und Hans-Joachim Stuck. Die sind jetzt erst einmal auf und davon und haben sich einen Vorsprung von 200 bis 300 Metern herausgefahren. Dahinter geht es dann zur Sache zwischen Alexander Wurz und Yannick Dalmas. Den beiden Jöss-Teamkollegen. Dalmas hat das auf seine Art und Weise gelöst. Dahinter dann noch Jan Magnussen und da wird aber jetzt touchiert. Und da sollten Sie vorsichtig sein an solchen Stellen. Das haben wir vorhin gesehen mit Gabriele Tarquini, was dort passieren kann, wenn man breitseits auf die Curbs pfeffert. Übrigens aus der Boxengasse sind nachgestartet Klaus Ludwig und Uwe Alzen. Uwe Alzen nach dieser, naja, Sperrstunde des Wolfgang Peter Flohr. Dazu noch nachher ein bisschen mehr, wenn das Rennen mal so in etwa zur Halbzeit angelangt ist. Das nochmal die Kollision zwischen Giancarlo Fisichella, der sich dreht, offensichtlich ohne dass Michael Bartels ihn berührt hat. Da war dann Stefano Modena noch mit dabei, Alessandro Nannini noch mit dabei. Das war diese Vierer-Alpha-Truppe und da haben aber Jan Magnussen und Alexander Wurz verdammt viel Glück gehabt. Und auch Manuel Reuter, dass Wurz nicht nach außen rausrutschte und den Meisterschaftsführenden dort touchierte. Das war übrigens auch der Grund, warum Alzen eigentlich im zweiten Lauf gar nicht fahren konnte. Der soll sich nämlich, so in so unsere Informationen, mit dem Manuel Reuter im ersten Lauf angelegt haben. Und da verstand der Opel-Sportchef Wolfgang Peter Flohr wahrlich keinen Spaß. Das ist ein Mann, der mit Konsequenzen lebt. Franchitti und Schneider, der Zweit- und der Erstplatzierte, jetzt im zweiten Lauf in dieser Reihenfolge auf den beiden ersten Positionen. Stuck die 44-3, Nannini auf 4, Modena 5, Jörg van Ommen ist schon Sechster, Dalmas 7, dann Magnussen auf 8, Team und Reuter komplettieren die ersten 10. Also, Alessandro Nannini, jetzt mal wieder der beste Alfa Romeo-Fahrer. Und da geht's zu wie Weihnachten unterm Christbaum oder wie beim Zünden der Wunderkerzen mit Fisichella, dessen Auto übrigens links ein bisschen beschädigt ist und schleift. Ein Teil hängt dort herunter, das hat er sich beim Überfahren der Curbs abgerissen. Diese Curbs haben eine Höhe von, naja, vielleicht so 12, 13 cm in etwa. Und wer da drüber pfeffert, hat ganz sicher den Unterboden beschädigt. Diesen Lauf kann man dann aller Wahrscheinlichkeit nach abhaken. Fisichella im Augenblick vom Zeitnahmecomputer noch auf der 18. Position geführt. Bin mal gespannt, wie lange der aber überhaupt noch mitfährt. Franchitti und Schneider, unsere beiden Ersten. Stuck Nannini, dann dahinter. Wobei Stuck sich einen gewaltigen Vorsprung herausgefahren hat auf Nannini. Das ist Nannini, dann folgt Modena, dann folgt Jörg van Ommen und Yannick Dalmas endlich mal mit einem schmalen Silberstreif am Horizont. Der Le Mans-Sieger, ein Langstreckenspezialist. Und Ludwig kommt wieder rein. Da hat also offensichtlich das ganze Arbeiten der Zackspeed-Mechanikermannschaft nichts genützt. Man hatte den Motor gewechselt, aber nach drei Runden ist die Vorstellung des Rekordmannes in der Klasse 1 Rennsport-Historie beendet. Und Bernd Schneider hängt ganz dicht dran an Dario Franchitti. Bin mal gespannt, wie das dort ausgeht. Ich gehe mal davon aus, dass man im Mercedes-Lager auf jeden Fall freies Fahren vereinbart hat.
Während hier Lechto, der ja auch aus der Boxenstraße nachstarten musste, versucht sich so langsam aber sicher durchs Feld hindurch zu arbeiten und dort erst einmal auf gleicher Höhe unterwegs war mit Uwe Alsen. Das ist allerdings ganz am Ende des Feldes. Alsen kam ja auch aus der Boxengasse. Das sind also die Plätze so ab 20 abwärts. Das ist unser Führungsduo. Frankie T. und Schneider. Frankie, einer der Jungen in seinem zweiten Tourenwagenjahr, kommt aus dem englischen Formelrennsport, hat gemeinsam mit Jan Magnussen die Formel-3-Meisterschaft in England gefahren vor 2 Jahren im Team von Paul Stewart Racing, das er im nächsten Jahr Formel 1 machen wird. In England aber die Formel-3-Meisterschaft vor allen Dingen in diesem Jahr Magnussen und Frankie mehr oder weniger nach Berlin dominierte. Dann kam der Umstieg zum Tourenwagen mit einem sehr achtbaren Jahr 1995 mit einem dritten Platz in der ITC in der Gesamtwertung. Und bei ihm ist es ähnlich wie auch bei Jan Magnussen, der aber jetzt just im Augenblick die Box ansteuert. Man bereitet sich in diesem Klasse 1 Rennsport der ITC auf höhere Aufgaben vor und die können ganz einfach nur lauten Formel 1. Bei Klaus Ludwig gibt es übrigens wieder ein Lenkungsproblem. Da ist Hydrauliköl ausgelaufen. Deshalb das erneute Ansteuern der Box und das Aufgeben im zweiten Lauf. Vermute ich mal zumindest, aber Maren Braun, die hat das mittlerweile für Sie alles wohlfein recherchiert und hat am Mikrofon Klaus Ludwig. Ja, eine Vermutung von Burkhard Bechtel hat es schon gegeben, aber was jetzt wirklich der Grund für den Ausfall war, das wird Klaus Ludwig gleich selbst sagen. Was war's? Ja gut, wir haben die Lenkung gewechselt, aber irgendwo ist da scheinbar in der Geometrie was faul. Das Auto ist in einer schnellen Kurve hier, wo der Tagini eben abgeflogen ist, dermaßen unkontrollierbar. Da habe ich lieber aufgehört, bevor mir das Gleiche passiert, denn da hinten rumfahren, um die goldenen Ananas kämpfen und dann noch nicht mal die Chance haben, zu sehen, nach vorne zu kommen. Nicht unser Wochenende, leider. Es ging eigentlich im Training sehr, sehr gut. Alle Trainings waren wir immer unter den ersten schnellsten und heute ist irgendwie der Wurm drin. Schade. Jetzt wissen wir es. Danke, Klaus Ludwig. Weiter mit dem Renngeschehen. Tja, schade ist es. Am Norrisring wirklich noch ganz oben und jetzt im Augenblick ganz unten. Also höchstens der Uwe Alsen kann vielleicht noch ein kleines bisschen reißen, aber das wird auch ein langer Weg von der 20. Position dort noch nach vorne zu kommen, auch wenn noch 31 Runden zu fahren sind. Bei Jan Magnussen gab es wohl ein Handling-Problem, da sind die Reifen gewechselt worden. Im Auto des jungen Dänen, der dann gleich wieder rausgehen wird. Und Manuel Reuter, der Meisterschaftsführende, er kommt hier sehr problemlos an Kurt Thiem vorbei. Die Meister des Jahres 1986, damals in der deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Und hinter Thiem fährt im weiß-blauen Kalibra Oliver Gavin. Und wie so oft im Leben des Oliver Gavin in der ITC, dahinter wieder Alexander Wurz. Das zieht sich ja wie so ein roter Faden durchs Renngeschehen in diesem Jahr. Wurz und Gavin, sie kabbeln sich eigentlich immer um die Position. Und da macht Gavin einen Fehler, ähnlich wie im ersten Lauf von Manuel Reuter gesehen. Kommt ein bisschen zu weit nach außen auf den schmutzigen Teil der Fahrbahn, zirkelt das Auto mit Mühe und Not noch in diese Bielsteinkorne hinein und muss Alexander Wurz passieren lassen. So, da sehen wir es nochmal. Manuel Reuter an Thiem vorbei. Das bedeutet für ihn 8. Platz. Und das der Fehler von Oliver Gavin. Sie sehen, das Auto war schon im Übersteuern begriffen. Das Vorderrad, es schlug immer wieder ein bisschen nach rechts aus. Und das bedeutet, dass das Auto schon mit der Hinterachse nach außen drückte. Das war eine Situation, die relativ harmlos aussah, aber aus der Sicht von Oliver Gavin ganz sicherlich nicht harmlos war. Reuter, der Meisterschaftsführende, im ersten Lauf Platz 10. Das bedeutet seinen einzigen Meisterschaftspunkt. Jetzt auf der 8. Position im Augenblick einherfahrend. Aber damit ist er trotz allem der einzige Fahrer im ITC-Starterfeld, der bisher in jedem Meisterschaftslauf Punkte geholt hat. Ganz anders bei ihm, bei Kurt Thiem. Ein rabenschwarzes Jahr. Gerade mal 3 Punkte hat er bei 2 Läufen jeweils geholt. Und rangierte auf der 21. Position in der Meisterschaftstabelle. Das ist etwas, da kann der Däne wirklich nicht drüber lachen. Der Hund ist einfach drin in diesem Jahr. Es funktioniert nicht. Frankie und Schneider, sie ziehen ihre Bahnen, während Lechto die Box ansteuert. Also das ist jetzt diesmal kein Opel-Wochenende. War das auf dem Norrisring noch eine ganz, ganz deutliche Mannschaftsleistung? Für die Meisterleistung ist es noch ein bisschen früh. Eine ganz deutliche Mannschaftsleistung mit 5 Kalibra im zweiten Lauf auf den Plätzen 1 bis 5. So fährt im Augenblick der beste Kalibra auf Platz 3. Das ist der von Hans-Joachim Stach. Fährt knapp 5 Sekunden hinter unserem Führungsduo.
Die haben im Augenblick überhaupt kein Problem. Von den Rundenzeiten her in etwa gleich wie bei Stuck. Das heißt, die haben sich diesen 5-Sekunden-Vorsprung herausgefahren. Und damit können sie jetzt erst einmal ihre Bahnen ziehen. Diepholz, Mercedes ist weg. So könnte die Schlagzeile lauten. Zu Beginn des Jahres mit Problemen. Dann kam auch noch das Pech immer wieder mal hinzu. Das Pech, dass es einfach regnete dort auf Strecken, wo sie gut hätten sein können. Und jetzt hier in Diepholz sind sie wieder da. Und wir reden jetzt mit Giancarlo Fisichella. Ja, und Giancarlo Fisichella hat ein ziemlich qualmendes Auto hier in der Box geparkt. Was der Grund dafür war, werden wir ihn jetzt mal fragen. Giancarlo, ti hai ritirato ai box? Che cosa è stato il problema? È successo di tutto. Mi hanno tamponato in partenza. Adesso vedremo chi è stato. E poi anche dopo Mailander mi ha dato una botta incredibile, dopo si è rotto anche l'ABS, niente. Also es war ganz einfach Pech, schon beim Start hat von hinten einen draufgekriegt, irgendein bisschen hinten reingefahren und dieses Unglück zog sich durch das ganze Rennen, das Auto lief nicht mehr und es war einfach nicht sein Wochenende, damit das Ende und zurück an Burkhardt. Grazie. Tja, es sind einige, die wahrscheinlich hinter Diepholz einen Haken machen werden, versehen mit dem Vermerk, außer Spesen nichts gewesen. Giancarlo Fisichella zählt dazu, Klaus Ludwig hat Ähnliches schon gesagt. JJ Lechto hat übrigens aufgehört wegen starker Rauchentwicklung im Auto. Man vermutet dort in der Rosberg-Truppe, dass es wahrscheinlich ein Schaden am Hinterachsdifferential sein wird. Schneider Franchitti, alles klar. Vorsprung ist ein bisschen, na, ist fast unverändert. Also 4,9 Sekunden auf Stuck. Dann Molina, der beste Alpha, Nannini und Van Ommen, das sind die ersten 6 Positionen. So, das nochmal die Sache, wie Schneider die Führung von Franchitti übernimmt. In der 12. Runde, also nach knapp einem Renndrittel, während sich dort Courtin dreht. Er lag ja mal endlich innerhalb der Top 10, aber auch da läuft für den Dänen hier in Diepholz nichts mehr. Der Topspeed bei Bernd Schneider, Sie sehen es, 261, der wird übrigens am Ende der Start- und Zielgeraden gemessen. Man nimmt sehr viel Schwung aus dieser Schikane hier mit. Dieser Schikanenbereich, der am Ausgang im 5. Gang gefahren wird, dann schaltet man hier an dieser Stelle hoch in den 6. Gang, kommt dann in den Topspeed-Bereich, der ist hier unmittelbar vor der Anbremszone. Und bei Bernd Schneider war gestern im Top-Qualifying sogar zu hören, dass das Auto dort in den Drehzahlbegrenzer hineinlief. Der Drehzahlbegrenzer eingestellt, so sagt es das Reglement, auf 12.000 Umdrehungen. Und offensichtlich waren die Autos so kurz übersetzt, dass das gerade so mit den letzten 100 Metern sich noch ausging und das Auto immer wieder in den Begrenzer hineinlief. Wurz und Bartels, auch die kennen sich noch gut. Da sei an den Nürburgring erinnert, und das 2. Meisterschaftswochenende. Wurz Rang 10, Michael Bartels auf der 11. Position. Im letzten Jahr, da war er der glücklichste überhaupt hier auf dem Flugplatzkurs in Diepholz. Mit Trainingsbestzeit, mit Doppelsieg. Diesmal liegt das Glück in der Bartels-Graf-Familie auf der Seite von Steffi Graf, ja gestern mit ihrem 7. Erfolg in Wimbledon, ihren 100. Turniersieg überhaupt. Und bei Michael Bartels, da funktioniert es leider Gottes nicht so ganz. Stuck und Modena, auch dort scheint mir das letzte Wort noch nicht gesprochen zu sein, weil in den letzten Runden eigentlich immer die Zeit zugunsten von Stefano Modena sprach. 1,6 Sekunden noch der Rückstand auf Hans-Joachim Stuck. Modena ja seit, naja, etwas mehr als anderthalb Jahren in dieser Klasse 1 Meisterschaft dabei, stieg auf der Abus in Berlin in den Rennsport ein, den ITC oder DTM Rennsport damals. Sorgte dann für einen Überraschungserfolg. Danach gab es noch mal einen in Singen und dann verschwand er ein bisschen in der Versenkung. So ähnlich auch wie Yannick Dalmas, der hier mitten im Pulk liegt. Zwischen Jörg Van Ommen und Manuel Reuter. Van Ommen, der Nürburgring-Sieger, hat auch ein Up and Down in der diesjährigen Meisterschaft. Hockenheim, Saisonbeginn ganz schlecht für ihn. Am Nürburgring war er dann absolut on top. Und dann zieht sich das auch mehr oder weniger so durchwachsen hin bis hier nach Diepholz, jetzt auf dem 6. Rang, allerdings unter permanentem Druck von Yannick Dalmas. Im weiß-gelben Opel Calibra, das ist das einzige Auto, das noch in diesem typischen Opel-Design läuft. Alle anderen sind ja mittlerweile versponsert. Und hier noch
die typischen gelb-weißen Farben, die Opel ja schon seit vielen Jahren im Rennsport einherträgt. Dan Mas, ein sehr erfolgreicher Langstreckenmann insbesondere. Er hat Le Mans gewonnen, er hat auch Formel 1 gemacht, Le Mans sogar dreimal gewonnen. Er war Sportwagen-Weltmeister 1992, hat viel Hoffnungen auf das letzte Jahr schon gesetzt, jetzt insbesondere natürlich auch aufs aktuelle ITC-Jahr. Aber in der Meisterschaftstabelle, da spielt er keine so entscheidende Rolle. Immer so die Plätze 15 bis 20 in etwa. Gerät natürlich dann auch unter Druck, wenn so junge Leute wie dieser Oliver Gavin und der Alexander Wurz dann in den einzelnen Rennen bessere Ergebnisse nach Hause fahren. Jetzt sieht es mal anders aus. Da ist Dan Mas siebter, Gavin auf Rang 9 und Alexander Wurz auf der 10. Position, also dort, wo es gerade mal noch einen einzigen Punkt gibt. Das sind die noch fahrenden Opel-Fahrer, hinzu natürlich auch noch zum Stuck und dessen Teamkollege. Sie sehen es, JJ Lechto, der wird jetzt parat stehen am Mikrofon. JJ, it looked like a technical failure in your car. What was the problem? It looks like it. I don't know what happened, you know, but too many things happened. And we had on the first race, we had a problem with the steering after four laps, so it was really difficult to steer the car. It was, even on a straight line, it was sort of going left and right all the time. The guys did a big job, you know, to change the whole thing, and they got it just ready, you know, for the second start. And then we had another problem in the back of the car. I don't know what it was, but we had a big oil leak, so I had to come in. Im ersten Rennen bereits gab es ein Problem mit der Lenkung, sagt JJ Lechto. Und man hat dann in der Pause versucht, das alles zu regulieren. Das Team hat hart gearbeitet, aber jetzt gibt es ein neues Problem, wohl irgendwo im hinteren Bereich des Autos. Was genau es ist, weiß er nicht, aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, denn das Rennen ist um. Was da draußen noch passiert, weiter jetzt mit Burkhard Bechtel. Thank you, JJ. Tja, der Hans-Joachim Stuck, Yannick Dan Mas, Oliver Gavin und Alexander Wurz, dazu auch noch Uwe Alsen auf Rang 15. Das sind diejenigen, die jetzt für Opel hier die Farben noch vertreten. Und das ist ja dann so, wenn man eine solche Veranstaltung wie Nürburgring sieht, zweiter Lauf, Platz 1 bis 5, da wird man natürlich auch im Team und in der Mannschaft leicht erfolgsverwöhnt. Wie hätte man sich vor ein oder zwei Jahren noch gefreut über ein glänzendes Ergebnis des Hans-Joachim Stuck auf Platz 3, beziehungsweise jetzt just im Augenblick auf Platz 4, weil Stefano Modena vorbeigeht. Und ich denke, der Hans-Joachim Stuck fährt ein glänzendes Rennen im Augenblick. Der Doppelsieger von Helsinki. Die Mercedes sind vielleicht hier in Diepholz eine andere Welt. Da wird er von den Fahrzeiten her wohl nicht herankommen, denn die fahren permanent ihre 58er-Zeiten. Und Stuck und Modena mit 59er Zeiten. Hier die 9 vorbeigehend an der 44, also Modena damit auf Platz 3. 20 Runden sind noch zu fahren. Das heißt, wir sind jetzt so in etwa im Halbzeitbereich dieses 37 Runden Rennens. Das sieht ganz klar so aus, als wenn Schneider und Franchitti das mal eventuelle Technikprobleme außer Acht lassen, auch diesen zweiten Lauf hier ohne Hause fahren können. Denn derzeit kommen Modena und Stuck nicht dichter heran. Wer schneller unterwegs ist, das ist Alessandro Nannini, auf der 5. Position liegend. Auch der fährt 58er Fahrzeiten. Und ebenfalls sehr schnell sind Oliver Gavin und Alexander Wurz, auch mit 58er Zeiten. Das gleiche gilt auch für Uwe Alsen. Also das fällt auf, dass die Masse der Opel Calibra, mal Manuel Reuter und Yannick Dan Mas ausgenommen, 58er Zeiten fahren. Zeiten, die also auch in der Spitzengruppe gefahren werden. Immer wieder dieses verhaltene Überfahren der Plastik-Curbs. Also so wie das Hans-Joachim Stuck gerade machte und auch Stefano Modena vorexerzierte, so geht das. Das ist kein Problem. Diese Curbs, die haben so eine Art Anflachung vorne dran, wie man das auch von den normalen Betonrandsteinen auf permanenten Rennstrecken kennt. Da kann man ohne weiteres drüber fahren, das ist kein Problem. Genauso gut kann man auch über die Kante dieser Stahlscheiben fahren, die hier am Ein- und Ausgang der Schikane liegen. Das sind nämlich andere Curbs. Nur bei diesen Kunststoffpollern, da sollte man vorsichtig sein und die sollte man meiden. Dan Schneider, er hat ja schon im ersten Lauf einen mächtigen Sprung in der Meisterschaftstabelle gemacht. Diese 20 Punkte, die tun ihm natürlich gut. Da hat er sein Konto aufstocken können auf 69 Zähler. Und das heißt dann in der Konsequenz, dass der bereits unter die Top 4 nach vorne gerückt ist.
Auch der Dario Franchitti hat ein bisschen was für sein Punktekonto tun können. Allerdings von der Position her ist es unverändert geblieben mit dem sechsten Rang. So, und wie geht das weiter hier mit Modena und Stuck? Modena mal immer so eine Zehntelsekunde schneller als Hans-Joachim Stuck. Dann Alessandro Nannini, Geburtstagskind des heutigen Tages, 37 Jahre alt wird er. Es gibt noch einige andere Geburtstagskinder rund um diese Veranstaltung. Magnussen, der wurde am Donnerstag vor Diepholz hier 23. Dann der Rennleiter Peter Rumpfkeil hat am Samstag seinen 55. Geburtstag gefeiert. Und sein Präsident, der Dr. Dieter Meiberts, ein Jahr jünger. Und last but not least, um den Reigen der Jubilare dann noch abzuschließen, der Mercedes-Teamarzt Markus Schmitz, der hat die 50 voll gemacht. Und seine ganze Reihe von Geburtstagskindern hier rund um die Welt. Und Bernd Schneider setzt sich jetzt ein bisschen ab. Das sieht man nicht nur im Bild, sondern auch auf dem Zeitentableau. Eine knappe halbe Sekunde kann er schneller fahren als Dario Franchitti. Und für Franchitti könnte sich dann unter Umständen noch ein Problem ergeben, denn Stefano Modena ist mit tiefen 58 Zweierzeiten sehr schnell unterwegs, Stuck dann wieder ein kleines bisschen langsamer. Also die beiden schnellsten derzeit in der Spitzengruppe, das sind Bernd Schneider und Stefano Modena. Wobei man insbesondere den Modena dann jetzt mal sehr aufmerksam beobachten muss, denn dessen Rückstand auf Franchitti nur 3,5 Sekunden. Wobei das nur ist natürlich relativ, da erstmal ranzukommen, wenn man da immer nur so eine halbe Sekunde vom Vorsprung abhobelt, dann dauert das natürlich, bis der dann letztendlich mal an Dario Franchitti herangekommen ist. Bekommt man mal einen sehr guten Eindruck, wie dicht das an der Grasnarbe vorbeigeht und wie schnell das auch durch diese Schikanen hindurchgeht. Diese Curbs, die wirklich im Millimeterabstand dort umfahren werden müssen, beziehungsweise bei diesen flacheren Metallscheiben, da kann man eben auch ein bisschen drüber fahren. Eleanor mit dem Onboard-Kamera-Auto, und da geht nichts mehr für Christian Danner, für die Standnummer 15. Der wohl aus Holz. Das TV-Spielfilm-Auto damit aus dem Rennen. Und seine Kollegin von der Streckenvorstellung von vorhin, nämlich die Ellen Lohr, die wird dann vielleicht jetzt in der Meisterschaftstabelle ein bisschen was zu ihren Gunsten tun können. Die beiden lagen ja in der Meisterschaftstabelle auf den Plätzen 20 und 21, wobei Ellen Lohr 7 Punkte hatte und Christian Danner deren 6. Also schlägt das Pendel jetzt aus zugunsten von Ellen Lohr. Hinter ihr Bernd Schneider. Ellen Lohr auf der 18. Position im Augenblick, wird gleich zur Überrundung anstehen. Wobei man hier in der Beschleunigungsphase und in der Phase auf der Start- und Zielgeraden sah, dass sich in puncto Höchstgeschwindigkeit die beiden Autos kaum etwas tun, nicht mehr viel tun, wird wohl hier auch Alessandro Nannini. Da gab es mal ein langsames Fahren auf der Geraden, aha, doch weiterhin ein Problem, er wird die Boxengasse jetzt ansteuern, die hier unten rechts beginnt. Also Alessandro Nannini auch nicht mehr mit dabei. Er wurde ja unter den Top 10 geführt. Und da muss der Giorgio Pianta jetzt mit ansehen, wie dann das nächste Auto aus seiner Truppe in der Boxenstraße ausrollt. Um nochmal ganz kurz zurückzukommen zum Höchstgeschwindigkeitsverhalten. Ellen Lohr, das 95er Auto, und Bernd Schneider mit dem 96er Auto. Die beiden tun sich in der Höchstgeschwindigkeit nicht sehr viel. Auch das Vorjahresauto erreicht in etwa den Topspeed, ist an einigen Stellen sogar schneller als das aktuelle Auto. Die Aerodynamik des Vorjahres, die war wohl offensichtlich ein bisschen mehr auf die Höchstgeschwindigkeit ausgelegt. Aber dann, wenn es natürlich in die Bremsbereiche hineingeht, wenn es in die Kurvenbereiche hineinkommt, dann spielt das neue Auto dort seinen Vorteil aus. Oliver Gavin und Alexander Wurz in dieser Reihenfolge auf den Plätzen 8 und 9. Und er fährt schnelle Rundenzeiten, 57,735. Das ist nicht die letzte Runde von Alexander Wurz gewesen, sondern die schnellste im Verlauf der Renndistanz, im Verlauf der 24 Runden bisher. Schneider 1,3 Sekunden vor Franchitti. Rundenzeiten identisch. Modena nach wie vor noch ein bisschen schneller unterwegs als das Führungsduo. Ein paar Zehntelsekunden.
Stock auf 4, Van Ommen auf 5. Da beginnt dann auch der Reigen der 59er Zeiten über Manuel Reuter und Yannick Dalmas. Alexander Wurz dann wieder mit schnellen 58er Zeiten. Und Manuel Reuter fährt hinter Jörg Van Ommen. Es geht um die Plätze 5 und 6. So wie Manuel Reuter im Augenblick fährt, nämlich auf der 6. Position, würde er weder Handicapgewicht bekommen für diesen zweiten Lauf, noch welches herausnehmen dürfen. Der 6. Platz, dafür gibt es 0 Kilo. Weder rein, noch raus. Wenn er dann nach vorne kommen würde auf Platz 5, dann gäbe es bereits wieder ein Handicapgewicht. Aber vom ersten Lauf her, da wird er auf jeden Fall abbauen dürfen, da in diesem ersten Lauf nicht unter den Top 5 war. So, und mit diesem Überblick, mit unserem Führungsduo, mit Bernd Schneider und mit Dario Franchitti, die beiden, die souverän hier in Diepholz ihre Bahnen ziehen, dahinter Stefano Modena und dann auf Platz 4 Hans-Joachim Stuck, geben wir ganz kurz zurück nach Köln. Mannschaftslauf des Jahres, der ITC, mit der wohl spannendsten Auseinandersetzung in diesem Rennen hier. Nicht die Sequenz des Reifenwechsels bei Michael Bartels, sondern die, die wir vorhin auf der Strecke noch hatten. Da geht es nämlich um die Plätze 6, 5, 6, 7, 8 und 9 mit Van Ommen, Reuter, Dalmas, Wurz und Gavin. Während hier unsere Spitzengruppe mit Schneider und Franchitti nach wie vor ihre Bahnen zieht. Der Vorsprung, er ist ein bisschen angewachsen. Der Vorsprung dieses Duos auf den verfolgenden Stefano Modena und Hans-Joachim Stuck dahinter nach wie vor planmäßig auf der 4. Position. Und das ist diese Truppe, die von Jörg Van Ommen, dem Nürburgring-Sieger, angeführt wird. Einer der beiden Mercedes-Sieger in diesem Jahr, neben Jan Magnussen, der das Rennen in Hockenheim ja für sich entscheiden konnte. Dahinter Meisterschaftsleader Manuel Reuter, dann Yannick Dalmas und Alexander Wurz. Und der Manuel Reuter, er hat es vorhin in den letzten 5-6 Runden immer wieder versucht, an Jörg Van Ommen vorbeizukommen, kam aber nicht vorbei. Das sind ja zwei, die sich aus vielen gemeinsamen Jahren in diesem Klasse 1 Rennsport kennen. Nicht nur aus der aktuellen ITC-Saison, sondern auch aus der Vergangenheit, aus der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Manuel Reuter, der ja seit 85 immer mal wieder sporadisch dabei war, mit dem guten Jahr 87, mit dem Vizemeistertitel und den zwei Laufsiegen, der dann 1993 mit Opel wieder zurückkam. Und Jörg Van Ommen ist eben Gründungsmitglied dieser Szene. Er ist ja seit dem allerersten Rennen in Zolder, Belgien mit dabei. Damals stand er, glaube ich, sogar auf dem Platz des Trainingsschnellsten, hatte die Pole Position. Zum Ausfall von Nannini sei noch nachzutragen, dort gab es einen Motorschaden. Damit also das Martini-Team draußen, denn Larini konnte ja überhaupt nicht starten, nachdem er in der Pause diese Hydraulikprobleme hatte. Und wir werden dann als nächsten Interviewpartner Alessandro Nannini haben. Und ich denke, er hat noch einiges Interessante zu erzählen zu seinem zweiten Lauf. Maren Braun mit. Alessandro Nannini ist ja eigentlich das Geburtstagskind heute und das hätte er sich sicher anders vorgestellt. Sandro, il tuo compleanno non è stato il tuo giorno di fortuna, no? No, magari si festeggia un'altra volta. Questa, oggi non è andata bene. Also vielleicht läuft es ein andermal glücklicher und er kann den Geburtstag dann in Form eines guten Rennresultats nachfeiern. Aber jetzt zum Ernst der Sache, che cosa è stato il ragione del ritiro? Il ritiro di preciso ancora non lo sappiamo, può essere un tubo. È calato un po' il motore dopo 4-5 giri, poi tendeva a calare e poi da ultimo non lo so se si è rotto un tubo dell'olio o qualche cosa, si è rotto il motore. Man weiß es nicht ganz genau, aber es scheint so, als wäre ein Ölschlauch gerissen, geplatzt, wie auch immer, jedenfalls Öl rausgetreten, dass der Motor kaputt gegangen, das Auto lief nicht mehr, damit das Ende. Und damit auch zurück zum Renngeschehen. Das ist ja oft so, dass ein Motorschaden, so wie er hier gemeldet wird, gar kein klassischer Motorschaden ist. Das heißt also, dass dort irgendein Mechanikbauteil defekt geht oder Motor festgeht oder was weiß ich, sondern das sind oftmals Umfeldproblematiken, die man dann hat. Denn die Motoren mit all ihrer Umfeldtechnik sind ja mittlerweile so kompliziert geworden, da spielen so viele Teile eine Rolle. Und wenn dort irgendwo nur mal ein Fitting, ein Anschluss einer Hydraulikleitung oder so etwas undicht wird, dann ist natürlich gleich die Nummer gelaufen. Absolut problemlos läuft sie nach wie vor bei Bernd Schneider und bei Dario Franchitti. Der Abstand, er ist angewachsen, sie fahren ein bisschen schneller. Das wird auch hier noch einmal signalisiert mit den beiden Boxenanzeigen, Tafeln von Bernd Schneider und von Dario Franchitti. Diese Tafeln gibt es ja nach wie vor noch.
Obwohl mittlerweile die Masse der Kommunikation, die aber den Funkverkehr abgewickelt wird, aber diese Informationen, das heißt, wo stehe ich, wie groß ist mein Vorsprung, wie weit hängt der zweite, dritte oder vielleicht der erste Markenfremde zurück, all das zeigt man nach wie vor über diese Boxentafeln an. Und der erste Markenfremde, zumindest aus der Sicht von Mercedes, ist eben dann Stefano Modena. Und der nächste, der beste Opelaner im Feld, die 44, seine Traditionsnummer, das ist Hans-Joachim Stuck. Aber da sind die Positionen zumindest im Augenblick einmal bezogen. Mercedes fährt derzeit Rundenzeiten, die eine halbe Sekunde schneller sind als die von Modena und von Stuck. Dahinter dann die kämpfende Truppe mit Van Ommen, Reuter, Dalmas und Wurz. Ja, der Hans-Joachim Stuck, der ist eine absolute Bereicherung für die ITC. Im Winter gewechselt von Audi. Er hat zwar auch dort seine Erfolge gehabt, allerdings nicht die Erfolge, wie er sie jetzt in der ITC hat. Er kam auch nicht so ganz klar mit den leistungsschwächeren 300 PS Autos und jetzt fühlt er sich ganz einfach wieder pudelwohl mit diesen rund 500 PS, die mittlerweile in allen Motoren vertreten sind. Mercedes hat wohl den leistungsstärksten Motor im Starterfeld. Opel hat eine sehr gelungene Kombination. Dieses Auto mit vor allen Dingen der sehr, sehr guten Kraftübertragung und mittlerweile eben auch ein sehr standfestes Auto. Und bei Alfa Romeo ist es so, denen sagt man ja nach, dass sie den Motor mit der harmonischsten Kraftentfaltung im Starterfeld haben, der insbesondere aus Spitzkehren und aus Schikanen heraus sehr gut beschleunigt. Van Ommens Vorsprung 6 Zehntel auf Manuel Reuter, zumindest bei der letzten Zieldurchfahrt gemessen. Bin mir nicht sicher, ob der Manuel Reuter letztendlich noch mal eine Attacke versuchen wird. Von hinten von Yannick Dalmas droht ihm wohl keine Gefahr mehr. Das gleiche gilt auch für Alexander Wurz. Reuter auf Platz 6. Wie gesagt, bisher der einzige, nicht nur bei Opel, sondern der einzige im kompletten Starterfeld, der immer in den Punkten war. Wurz und Gavin, die Kampfpartie der kompletten Saison. Die Jungen, man hat sie ganz bewusst ins Team hineingeholt, hat ihnen die Gelegenheit gegeben. Das sind ja Jungens im Falle von Alexander Wurz, gerade einmal 22 Jahre alt. Und bei Oliver Gavin, da sind es ein paar Monate mehr, der ist deren 23. Man hat sie hineingeholt und hat ihnen die Gelegenheit gegeben, mit hochtechnisierten Autos, mit absolut konkurrenzfähigen neuen 96er Autos sich zu messen, mit den Herrschaften, die über viele Jahre hinweg das Sagen im Tourenwagensport hatten. Und ich denke, dass die beiden Youngster ihren Job bisher in der ersten Saisonhälfte sehr, sehr gut gemacht haben. Die 36. Runde, die werden Norbert Haug und Hans-Werner Aufrecht, Mercedes-Benz Sportchef und der Besitzer von AMG, von diesem Team, das die Werks-Mercedes in der Meisterschaft hier einsetzt, mit Ausnahme übrigens der beiden Autos von Bernd Mailänder und von Ian Lohr, die werden von Persson Motorsport eingesetzt, aber auch bei AMG vorentwickelt und vorgedacht. Von denen kommen ja alle Rennsport-Kids. Die beiden, Hans-Werner Aufrecht und Norbert Haug, die werden es mit tiefer Befriedigung zur Kenntnis nehmen, dass Mercedes sich sehr, sehr eindrucksvoll, wohl nicht nur mit einem Doppelsieg, sondern mit einem dominierenden Wochenende zurückmeldet. Denn man darf es zumindest als dominierend bezeichnen, wenn man von Freitag an in sämtlichen Trainingssitzungen hier das Zepter in der Hand hat. Zum letzten Mal geht es auf die Start- und Zielgerade, geht es durch diese schnelle Schikane hindurch. Und dann ist Bernd Schneider mit seinem Glücksbringer Oliver Bierhoff 40 Meisterschaftspunkte reicher. Mercedes ist um 2 Erfolge reicher. Und genauso ist es hier auf der Rennstrecke in Diepholz. Da können sie jubeln. Da kann der Stress, da können die Zweifel der letzten Wochen abfallen. Man ist wieder da, ist völlig bei der Musik, feiert einen Doppelsieg. Franchitti wird Zweiter, Modena auf Platz 3 und Hans-Joachim Stuck, der beste Opel im Starterfeld, auf der 4. Position. Ja, und da kommt dann unsere kämpfende Truppe. Ellen Lohr allerdings mit runden Rückstand auf Platz 13 fahrend. Van Ommen fährt Platz 5 nach Hause. Manuel Reuter wird 6. Und Yannick Dalmas auf der 7. Position. Und das sind Wurz, Gavin und Alsen, die drei Opelaner, die genau in dieser Reihenfolge dann unsere Top 10 noch einmal komplettieren. Von der 8., 9. und 10. Position. Da hat er allen Grund jetzt, Dank zu sagen, der Norbert Haug an seine Mannschaft und an seine Truppe, die viel, viel arbeiten müssen in den letzten Tagen, Wochen und Monaten. Herr Schneider, der Sieger im zweiten Rennen hier, im zweiten Lauf, Diepholz. Es ist der insgesamt 12. Lauf des Jahres. Noch einmal winken.
zu den 60.000, die an diesem Renntag hier dabei waren. Wie immer, Sie sehen das, die Meisterschaft hat eine sehr gepflegte Fankultur. Da gibt es aus allen Lagern die Fans, nicht nur von Opel und von Alfa Romeo, sondern auch bei Mercedes. Die Marke hat ja sehr viel Image mit den Sporterfolgen gewonnen. Image vor allen Dingen bei den jüngeren Leuten, die vielleicht nicht ganz zur Zielgruppe der Marke oder zur potenziellen Kundschaft der Marke in den späten 80er Jahren gehörte. Und so muss man das Ganze ja auch verstehen. Motorsport ist mehr als Sport. Er soll auch dem Imagegewinn dienen. Wir werden dann gleich logischerweise wieder unsere Erfolgreichen zum Interview haben. Wir werden die Siegerehrung mit dabei haben, reichen ihnen danach auch noch jede Menge nach. So geht es zum Beispiel um die deutsche Formel 3 Meisterschaft noch. Es geht noch um den Porsche Carrera Cup. Das sind ja alles Rennen gewesen, die am diesem Wochenende hier in Diepholz ausgetragen wurden. Genauso gut wie auch die deutsche Formel Opel, diese Nachwuchsrennserie. Das ist unser Ergebnis. Ein Doppelsieg für Mercedes mit Schneider und Franchitti. Vor dem besten Alfa und Opel, Modena und Stuck auf den Plätzen 3 und 4. Van Ommen ist 5. und dann die Reihe der Opel Calibra ab Platz 6 bis hin zur 10. Position. So, wir brauchen noch ein paar Minuten, während die Autos hier im sogenannten Parc Fermé stehen. Das ist diese Zone, in die sie abgestellt werden müssen, wo jetzt auch niemand dran darf. Diese Autos werden von den Verantwortlichen bewacht. Wir brauchen noch ein paar Minuten, bis wir unsere Erfolgreichen am Mikrofon haben. Geben ganz kurz zur Werbung. Interviews, alles was dazugehört. Sie sehen, Manuel Reuters Ausbeute, 137 Punkte nun, souveräne Führung weiterhin in der Meisterschaftstabelle. Stuck bleibt Zweiter, Schneider macht den größten Sprung, kommt von der 9. Position, springt nach vorne auf Platz 3 und ist plötzlich in der Meisterschaft wieder mit dabei. Genauso wie auch Dario Franchitti und Uwe Alsen, der 5. Platzierte. Er hat 2 Plätze verloren. Nach dem Nürburgring war er noch auf Rang 3. Lechter, Ludwig Nannini und Van Ommen und Magnussen komplettieren die Top 10. Und ich denke, da unten gibt es jetzt sehr viel gute Stimmung bei Start und Ziel. Und Abteilung gute Stimmung oder Abteilung Fahrerinterviews, die diesen Jubel der Mechaniker nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch danach genießen können. Für diese Abteilung ist bei uns zuständig Maren Braun. Und ich denke mal, die hat ihre Gesprächspartner, oder? Hier hat eine wahre Champagner-Schlacht statt. Bei Giancarlo Fisichella offensichtlich wieder an, der ja gestern im Qualifying, Sie werden es vielleicht in unserer Sendung gesehen haben, schon einmal gebrannt hat. Das Auto stand in Flammen. Da dieses Auto jetzt nicht anspringt, greift das Reglement, in dem es ganz klar heißt, raus in die Boxengasse. Er hätte die Chance, von dort noch nachzustarten. Aber so hinter dem Feld herfahren ist nicht mehr drin. Geht nicht. Wir sind jetzt draußen auf der Strecke, schauen uns die Startaufstellung an mit den beiden Trainingsschnellsten, Ludwig und Tarquini. Tarquini mit dem besten ITC-Ergebnis überhaupt für ihn. Nächste Startreihe dann mit Dario Franchitti, dem bestplatzierten Mercedes. Heimvorteil für ihn, logischerweise hier in Silverstone viel gefahren. Und Geburtstagskind Uwe Alsen. Dritte Startreihe dann, dort notieren wir Nicola Larini und Alessandro Nannini. Also die beiden Martini, Alfa Romeo, beide mit den Evolutionsstufen der Motoren hier am Start. Nächste Reihe, dies ist die vierte, der meisterschaftsführende Manuel Reuter. Und stehen sollte dort Giancarlo Fisichella, der, allerdings Sie haben es gesehen, rausgeschoben in die Boxengasse. Nächste Reihe dann mit Christian Danner, sehr gut, fünfte Startreihe. Und Stefano Modena, zwei weitere Alfa Romeo, deren 6 Jahr unter den Top 10. Nächste Reihe. Alexander Wurz, der junge Mann, der Anfang der Woche seinen ersten Formel-1-Test absolviert hat. Und Vorjahresmeister Bernd Schneider, sehr unzufrieden hier in Silverstone, kommt nicht klar. Siebte Startreihe mit dem jungen Jason Watt und JJ Lechto. Beide kennen die Strecke hier in Silverstone auch sehr gut. Jason Watt aus seiner Vergangenheit vor allen Dingen im englischen Rennsport. Achte Reihe mit Jörg van Ommen und dem Neuzugang Juan Pablo Montoya, zwei Mercedes-Fahrer. Neunte Startreihe, Yannick Dalmas aus Frankreich und Michael Bartels. Zehnte Reihe, Kurt Thiem. Und sicherlich sehr enttäuschend nach dem gestrigen Qualifying, Hans-Jochen Stuck kämpfte dort mit Problemen am Unterboden. Elfte Reihe, Oliver Gavin ist bei seinem Heimrennen total unzufrieden. Und Bernd Mailänder erstmals im 96er Mercedes. Aber nur knapp vor Alexander Grau, mit dem er ja sein Auto getauscht hat. Und der ist der neue Teamkollege seiner Reihennachbarin Ellen Lohr. 13. Reihe,
Captain Signore, Gianni Giudici, komplettiert das Starterfeld mit insgesamt 25 Autos. So treten wir hier in Silverstone an. Die Frage ist, was passiert jetzt mit dem Auto von Giancarlo Fisichella? Einführungsrunde läuft. Man nähert sich jetzt schon langsam wieder dem Part vor Start und Ziel. Das Bild zeigt jetzt die sogenannte Bridge Corner. Und dann geht es in die langsamen Passagen hinein, Complex genannt oder Infield. Dort wird an einer Stelle sogar im ersten Gang gefahren, ansonsten oftmals im zweiten Gang. Und das ist die Stelle, wo Mercedes Probleme hat, wie ich es vorhin in der Einschätzung schon mal gesagt habe. Denn beim Rausbeschleunigen aus diesen engen Kehren, da kommen sie immer wieder in die Schlupfregelung, ins sogenannte ASR hinein. Die Autos bauen also keinen hundertprozentigen mechanischen Grip auf und können aus den Kurven nicht so gut heraus beschleunigen wie die allradgetriebenen Opel und Alfa Romeo. Bei Fisichella gibt es übrigens ein Getriebeproblem. Er bekam den ersten Gang nicht rein. Fällt in der Anfahrt. Aus Woodcourt, Startampel auf Rot. Geschwindigkeit zwischen 70 und 90. Ampel auf Grün geschaltet. Und Ludwig logischerweise vorne, aber was heißt schon logischerweise? Er hat einen guten Start gehabt. Dahinter Gabriele Tarquini mit Schlagdistanzabstand, das sind 5-6 Meter. Und dann bereits Nicola Larini. Und mit viel, viel Disziplin wurde der Start absolviert, obwohl da ging gerade ein Alpha links ein bisschen übers Grüne. Das hätte so im Bereich von Christian Danner sein können. Und Klaus Ludwig setzt sich ab. 15, 20 Meter hat er dort an Vorsprung herausfahren können. Ja, Ludwig hat sehr gut gestartet. Genau das Gleiche kann man von Larini und Nannini sagen, die vielleicht die heißesten Anwärter vom Sieg sind im ersten Lauf. Die waren beide sehr schnell im Vortraining und Tests, aber hatten doch Probleme im Qualifying. Manuel Reuter auch sensationell gestartet, am vierten Stelle. Sehr gut ist er aus der vierten Reihe losgefahren, von der siebten Position kommend, hat sich dort bereits vor Alessandro Nannini geschoben. Und so ein bisschen der Verlierer der Startphase, Kicke, ich sag's mal, ist Oberhalsen. Ja, muss man deutlich sagen, von dritter Stelle. Und er wird sogar noch um einen weiteren Platz dort zurückgereicht. Und auch bei Dario Franchitti, wo haben wir den eigentlich, den Mercedes-Fahrer? Der tobt dort auch erst irgendwo im Mittelfeld herum. Vorne Klaus Ludwig, soweit klar. Dann Tarquini, dann ist es Larini, dann Reuter, dann Nannini. Das ist die Reihenfolge auf den ersten fünf Positionen. Franchitti hat schwer verloren und es wird natürlich sehr, sehr schwer für ihn, jetzt die Ergebnisse hier rauszuholen, die er für die Meisterschaft braucht. Ist das eigentlich eine Rennstrecke, die den Überholvorgängen entgegenkommt, oder ist das Überholen hier eher schwierig? Ja, mit Tourenwagen ist das Überholen immer etwas einfacher, wie es beim Formel ist, wo die Flügel den Aerodynamik so dominieren. Mit Tourenwagen geht es schon. Natürlich mit der ABS sind die Bremswege sehr kurz, aber Silverstone ist eine fantastische, eine von den besten Formel 1 Rennstrecken, eine fantastische Kulisse auch für die DC-Serie und endlich mal für die Fahrer auch eine Strecke, wo das Rennauto fahren wieder oder Rennwagen fahren wieder richtig Spaß macht und richtig den Fahrer herausfordert. Das ist unsere Reihung nach der ersten Runde und Sie sehen auf den ersten sechs Positionen nichts von Dario Franchitti, Ludwig Tarquini, Larini, Reuter, Nannini und Modena. Das sind die ersten sechs. Und Franchitti ist sage und schreibe bis auf die 17. Position zurückgefallen. Also das würde mich mal interessieren, was dort im Mittelfeld Gebühle abgegangen ist. Bernd Schneider spielt im Augenblick die Rolle des bestplatzierten Mercedes-Fahrers. Und da reden wir über die 9. Position. Er fährt unmittelbar hinter Alexander Wurz, beziehungsweise im Augenblick neben dem jungen Österreicher. Denn da ritt Bernd Schneider eine Attacke auf Alexander Wurz, genau wie auch Alessandro Nannini, auf Manuel Reuter, den Meisterschaftsführenden. Dort sehen Sie, Schneider kurz mit den linken Rädern über die Curbs hinaus ins Kiesbett gekommen, gegen Alexander Wurz und presst sich vorbei. Also Schneider damit jetzt auf Rang 8, Wurz zurück auf Position 9. Silverstone hat sich natürlich gewaltig geändert über all die Jahre. Es war einmal die schnellste Rennstrecke überhaupt. Und heute durch die neuen Sicherheitsbestimmungen oder Erkenntnisse, die wir haben, sind ja alle Rennstrecken langsamer geworden, genauso Silverstone. Aber hat trotzdem diesen einmaligen Charakter sehr gut beibehalten. Es ist eine wunderschöne Strecke. Wir haben auch sehr gute Zuschauer hier heute, also eine super Stimmung für den Besuch in England. Wann immer man mit den Fahrern redet, es gibt eine tiefe Verehrung vor dieser Rennstrecke. Man mag sie, man sagt aber auch an einigen Stellen, wow. So gerade so Baggetts und Maggots Chapel dort oben, die schnellen Kurven, da musst du richtig Mut haben. Richtig schnelles Geschlägel, so um die 200. Ja, das gehört dazu. Das ist genau der Salz beim,
beim Fahren von solchen Fahrzeugen. Und davon gibt es, wie du schon richtig sagtest, zwei, drei Stellen hier, die richtig den, wo der Fahrer den Atem hält. Und das ist das Schöne dabei. Jason Watts, Startnummer 19, hier im Zweikampf mit JJ Lechto. Da geht es um die Positionen 11 und 12. Die sind ja auch gemeinsam aus einer Startreihe losgefahren. Jason Watt kennt logischerweise diese Rennstrecke hier in Silverstone sehr gut. Er ist hier in der Formel Vauxhall, also in der Formel Opel Europameisterschaft gefahren. Ist auch hier in Großbritannien viele Rennen gefahren. Ist ja eigentlich von der Abstammung her ein gebürtiger Däne, lebt allerdings seit vielen Jahren eben in Großbritannien. So, und wieder der Versuch von Alessandro Nannini gegen Manuel Reuter, schiebt sich daneben, aber da bewahrheitet sich das, Keke, was du vorhin angesprochen hast. Man kommt zwar unter Umständen mal so bis auf gleiche Höhe, aber vorbeikommen extrem schwierig. Ja gut, Manuel hat auch natürlich nicht gerade Platz gemacht. Hier hat Larini das nochmal gemacht. Und Manuel muss natürlich vorsichtig sein, weil er braucht die Punkte. Es geht für ihn vor allem um die Meisterschaft. Und da ist noch nichts Schlimmes passiert. Von seinem fünften Rang, wo er jetzt ist, gibt es immer noch reichlich Punkte. 43 Zähler Vorsprung hat der Manuel Reuter im Augenblick in der Meisterschaftstabelle. Wir schauen uns das noch einmal an. Alessandro Nannini, Start Nummer 6, auf der Innenbahn und presst sich dort an Manuel Reuter vorbei. Und das hätte unter Umständen auch noch funktioniert für Uwe Alsen, aber der ist natürlich jetzt ein bisschen vorsichtig. Sie haben das ja mitbekommen in Diepholz, da gab es diese großen Diskussionen und Team ist draußen. Start Nummer 12, Kurt Team ist draußen. Für ihn eh ein rabenschwarzes Wochenende und Alsen dreht sich raus. Alsen hat sich rausgedreht, na das würde ich aber gerne mal sehen, was da am Anfang passiert ist. Hoffentlich gibt es da nicht eine Wiederaufnahme des Fadens von Diepholz. Uwe Alsen, also mit Dreher in der Wiese stehend, sein Teamkollege Ludwig vorneweg, dann Tarquini. Das sind die ersten beiden Positionen. Wolfgang Peter Flohr, er schaut sich das an und er ist offensichtlich ans Auto von Manuel Reuter rangekommen, oder? Keke, wie hast du es gesehen? Ja, oder er wäre dran gekommen, hat versucht es zu vermeiden und hat sich dabei gedreht. Ist natürlich tragisch für Uwe jetzt, gerade nach Diepholz, wo es so viel Kritik gab. Und vielleicht hat er deswegen gerade versucht, extrem den Berührung zu vermeiden, hat sich dabei weggedreht und damit ist natürlich seine Wochenende jetzt kaputt. Also das ist gelaufen, der wird sich irgendwo wahrscheinlich so in der 20. Position wieder einreihen müssen. Müssen wir gleich mal sehen, wen die Kameras ihn wieder eingefangen haben. Dort kommt die Reihe des ganzen Feldes, Manuel Reuter. Er fährt dort im Augenblick vor Stefano Modena. Wir reden über die Plätze 5 und 6 jetzt. Und von Uwe Alsen, soweit das Auge reicht, derzeit nichts zu sehen. Ja, Manuel Reuter kriegt jetzt viel Druck von Modena auch noch. Manuel ist eigentlich sehr unzufrieden gewesen über das Handling des Fahrzeugs über ganze Wochenende. Hat nicht den Abstimmung gefunden, der ihn ermöglicht, reifenschonend hart durch die Renndistanz, über den Renndistanz zu fahren. Und die Strecke ist natürlich reifenmörderisch hier. Bridgestone hat sogar einen speziell entwickelten neuen Reifen gebracht hier. Alle Mercedes fahren den gleichen Reifen. Alle Fahrer haben vier von gleichen Mischung. Bei Michelin sind die Fahrer bei den restlichen Autos nicht ganz so einig. Da gibt es schon 2+2 Mischungen und vielleicht sogar 4+4 verschiedene Mischungen. Und das werden wir dann nachher sehen, wer da richtig gegriffen hat. Wunderschöne Zweikämpfe sehen Sie jetzt im Feld. Nicht nur der von Manuel Reuter und von Stefano Modena, der ein sehr schöner ist. Das ist ja nun Sport absolut am Limit vorgetragen. Da kann sich jetzt keiner auch nur die Winzigkeit eines Fehlers leisten, dann ist man weg. Sondern auch unmittelbar dahinter ein exzellent aufgelegter Alexander Wurz beschäftigt im Augenblick den Vorjahresmeister Bernd Schneider, dass es eine helle Freude ist. Und JJ Lechto spielt dort auch noch ein entsprechendes Röllchen, während vorne der Manuel Reuter gerade dem Stefano Modena ein kleines bisschen weggefahren ist. Und ich meine vorhin gesehen zu haben, dass das Auto von Stefano Modena immer mal wieder ein bisschen ins Rutschen kommt. Und da muss man mal gucken, wie sich das jetzt gleich im Verlauf der Rundendistanz auswirkt, ob dort unter Umständen bereits ein frühes Reifenrutschen auftritt. Dahinter, das ist dieser Dreikampf. Schneider, Wurz und JJ Lechto, Watt noch hinten dran und Christian Danner. Dann gibt es den kleinen Abriss zu einer weiteren, wunderschön dicht beieinander liegenden Gruppe mit Yannick Dalmas und Juan Pablo Montoya, der es zum ersten Mal versucht, am Le Mans-Sieger, an Yannick Dalmas vorbeizugehen, auf der Außenbahn. Das ist natürlich, mit Verlaub gesagt, ein sehr optimistisches Unterfangen, einen Yannick Dalmas außen herum zu überholen. Da muss er sich erst einmal wieder anstellen.
Dahinter fahren Van Ommen, Gavin, der zumindest ein paar Plätzchen nach vorne gekommen ist, im blau-weißen Auto auf Rang 15. Und dann wahrscheinlich ein tief gefrosteter Dario Franchitti vor Hans-Joachim Stuck, Bernd Mailänder und Michael Bartz. Montoya trotzdem sehr stark, er hat mir auch sehr begeistert im Training, er fährt sehr weich, ist nur ein 20-jähriger Formel 3-Fahrer, der sehr, sehr unerfahren ist, trotzdem fährt er hier zum Beispiel von Van Ommen und Franchitti, sehr erfahrene Markenkollegen, hat sehr, sehr gute Figur gemacht diese Wochenende. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Mercedes ihn behält, falls Magnus jetzt wirklich nicht fährt, auch für weitere Rennen. Da hören wir noch mehr von ihm. Der hat einen sehr, sehr weichen Fahrstil, Und war im Training und ist eigentlich schneller, wie alles erwartet hätte. Gavin auf seinem Weg nach vorne hakt mittlerweile das Thema Jörg van Ommen ab, hat er vor ein paar Sekunden gemacht, wird damit jetzt auf der 14. Position geführt. Eins von drei Inboard-Kamera-Autos im Starterfeld und wohin sie schauen, zwei oder mehr Kämpfe. Modena ist wieder an Reuter herangekommen und zwar sehr viel dichter an Manuel Reuter herangekommen. Und JJ Lechto ist mittlerweile sowohl an Schneider als auch an Wurz vorbei auf die 7. Position nach vorne gefahren. Und JJ Lechto kommt ja von Rang 13-14, also aus der 7. Startreihe heraus. Dort ist dieser Fünferpulk, dieses Quintett beieinander, vom Auto mit der gelben Haube angeführt, das Lechto, da hinten dran der junge Alexander Wurz. Wurz macht uns viel Freude in diesem Jahr. Es ist wohl unbestritten das beste Jahr seiner Motorsportkarriere. Er kommt aus dem Formel-3-Bereich, hat dort in Deutschland als Vizemeister schon für Aufsehen gesorgt. Dann kam er in die ITC-Mannschaft von Opel hinein und ab dann lief es für ihn exzellent. Er ist immer in der Lage, mit den schnellen Teamkollegen mitzuhalten. Und die Krönung, zumindest die vorläufige seiner Karriere, hat er wohl am letzten Montag auf dem neuen A1-Ring in Zeltweg gehabt, als er zum ersten Mal einen sauber Formel 1 testen durfte und dort bis auf 0,8 Sekunden an Stammpilot Johnny Herbert herankam. Jason Watts, der beschäftigt hier den Kollegen Bernd Schneider. Es geht um die Plätze 9 und 10. Jason Watts am ganzen Wochenende schon glänzend aufgelegt, schon viel, viel besser als im bisherigen Verlauf der Saison gesehen. Ja, Bernd Schneider kriegt echte Probleme mit Jason Watt da. Von Alexander Watts vielleicht noch so viel, dass er kam ja gleichzeitig und das war die Ende. Das war fast vorauszusehen. Das ist natürlich für Mercedes extrem bitter, weil Schneider hat sie aber nicht gedreht, glaube ich. Aber war kurz davor. Aber dann auch noch vorbei. Wie gesagt, Watts kam zu Opel gleichzeitig mit Gavin. Beide von Formel 3, gleiche Erfahrung und natürlich eine sehr gute Messlatte gegeneinander. Heute ist Watts zum Beispiel auf 8. Stelle und Gavin 15. Und der Alexander Watts hat sich von Rennen zum Rennen weiter und weiter entwickelt und ist wirklich eine gute Hausnummer bei Opel heute. Ich denke, das ist auch jemand, den man für die Zukunft sehr intensiv beobachten muss. Er bringt alles mit, was einen guten Rennfahrer ausmacht. Nicht nur die Grundschnelligkeit, sondern man sagt ihm sehr viel Technikverständnis fürs Auto nach, dass er sehr gut mit dem Auto arbeiten kann. Und das ganze Umfeld rund um Alexander Wurz und auch sein Auftritt ist ein exzellentes. Ja, da muss man natürlich jetzt aufpassen, ob er diese Formel-Idee aus dem Kopf kriegt und sich wirklich auf Tourenwagen konzentriert oder ob er ins Abenteuer Formel 1 reinstürzt. Das ist klar, jeder junge Rennfahrer will es. Trotzdem, wenn man schon Werksfahrer ist, ist es natürlich eine sehr schwere Entscheidung, dann, weil Formel 1 ist wirklich ein Abenteuer in dieser Phase von der Karriere von Alexander Wurz. Also ich glaube, wenn ich seine Meinung interpretieren soll, es wird wohl die Formel 1 sein. So zumindest im Augenblick noch der Wunschgedanke. Was sagt unsere Reihung? Klaus Ludwig fährt dem Feld, naja, nicht auf und davon, aber der Vorsprung liegt schon im 1,2 Sekundenbereich vor Gabriele Tarquini. Tarquini ist übrigens hier in Großbritannien auf heimischem Boden unterwegs. Kommt auch wieder ein bisschen dichter heran, habe ich so den Eindruck. Ist auf heimischem Boden unterwegs, war hier 94, britischer Tourenwagenmeister, auch mit Alpha. Alle Journalisten, die bei Alpha unterwegs sind, laufen hinter ihm her. Er ist sehr beliebt hier. Er sagt, Silverstone, A, mag ich's und B, Großbritannien, so ein bisschen meine zweite Heimat. Dahinter kommen die Weiß-Blau-Rotten, nämlich mit Larini und mit Nannini. Nannini übrigens mit neuer persönlicher Rundenbestzeit mit 1:50.571. Dann Reuter und Modena das nächste Päckchen. Ja, Alpha hat sich sehr stark ins Bild gesetzt diese Wochenende. Und besonders von Larini und Nannini haben wir viel erwartet. Die haben beide den neuen modifizierten Motor, der sogar einen ganz, ganz anderen Ton gibt wie der alte. Hervorragender Sound, richtiger Alpha-Sound wieder. Und hier sehen wir,
Ludwig hält alleine die Opel-Fahne hoch und dann kommt schon eine Armada von drei Alphas und dann kommt gar keiner mehr. Ja, der Abstand wird auch immer größer. Wenn wir uns das von den Rundenzeiten hier mal anschauen, die ersten vier fahren 1,50 bzw. 51er Runden. Reuter und Modena fahren 52er Runden, sind also im Durchschnitt fast eine Sekunde langsamer als das Führungsquartett. Und bei uns gibt es Interviewpartner. Maren, bitte. Ja, alle Mercedes-Fans vor den Fernsehschirmen werden sich sicher gefragt haben, was ist los mit den Mercedes? Gerade ist Bernd Schneider als letzter aus den Top 10 herausgerutscht. Was ist das Problem hier in Silverstone? Ja, wir haben hier Riesenprobleme vom ersten Tag an gehabt, die Balance zu finden, den Grip zu finden. Das hat überhaupt nicht geklappt. Wir haben nicht das Setup gefunden. Beispielsweise beim letzten Rennen in Diepholz ging die sehr, sehr gut, wie man gesehen hat. Und hier sind wir nie dahin gekommen, wo wir eigentlich hin wollten. Wir müssen schauen, dass wir das Rennen schnell hinter uns bringen. Und wir haben ja dann die zweite Hälfte der Saison fängt an. Und ich denke schon, dass wir noch einen Schritt machen können. Aber hier geht heute ganz bestimmt nichts. Gut, das soll es gewesen sein. Von hier zurück zu Burkhardt. Also damit wird unsere oder meine Einschätzung vom Beginn der Sendung bestätigt, während Modena vorbeigeht an Manuel Reuter. Und jetzt sind drei Alfa Romeo, vier sogar, auf den Plätzen 2, 3, 4 und 5. Stefano Modena vorbeigegangen an Nicola Larini. Und ich habe den sehr deutlichen Eindruck und den bestätigt der Zeitnahmemonitor, dass JJ Lechto ebenfalls wesentlich schneller ist als Manuel Reuter. Und das bestätigt eine weitere Prognose vom Beginn der Sendung. Manuel Reuter, der sagt, mein Auto springt und bockt wie ein Ziegenbock an diesem Wochenende. Ich kriege den Apparat nicht hin. Und JJ Lechto hat auch viel gearbeitet an diesem Wochenende, scheint ihn aber wohl ein kleines bisschen besser hinbekommen zu haben. Und für mich ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis die Möglichkeit da ist, für Lechto und Kurz vorbeizugehen an Manuel Reuter. Zeitlupenzuspielung würde ich mir gerne noch mal anschauen. Kommt dort Stefano Modena vorbei an Manuel Reuter. Und zwar geht es im Infield, also beim Einbiegen in die Zieleingangskurve, an Woodcourt an ihm vorbei. Ja, und da hat er natürlich seine helle Freude, Giorgio Pianta. Er ist eh an diesem Wochenende sehr gelöst. Es läuft sehr, sehr gut bei Alfa Romeo. Das größte Problem ist wahrscheinlich die Genickstarre des Herrn Pianta, der nämlich permanent massiert wird, sinnigerweise vom Mercedes-Masseur an diesem Wochenende. Böse Zungen behaupten, der hat die Knickstarre, weil er auf dem Zeitnahmemonitor immer so weit nach oben gucken muss, weil seine Autos jetzt ganz oben auf dem Monitor stehen. Ich glaube, diese Freude gönnt jeder gerne, ja. Denn Giorgio Pianta, der hat schon schwere Zeiten durchgemacht dieses Jahr. Ich denke nur an den Dilemma von Nürburgring mit den geplatzten Bremsscheiben, wo alle Alphas reihenweise ausgefallen sind. Und Alfa meldet sich wirklich stark nach den Sommerferien wieder zurück. Sehr gut. Ob das aber Sommerferien waren, bei uns wahrscheinlich ja. Keke, aber du kannst es aus der Sicht eines Teameigners beurteilen. Waren es beim Team Sommerferien? Nein, alle haben sehr hart gearbeitet über die Ferien, ist klar. Das war nach der ersten Hälfte der Saison eine willkommene Pause. Man könnte den Ersatzteilversorgung und Qualität wieder deutlich verbessern. Man muss die Autos grunderneuern, weil die ja schon sehr viele Kilometer haben von der ersten Hälfte des Jahres, um den Zuverlässigkeit beizubehalten, der zum Beispiel bei Opel so maßgebend wichtig für die Ergebnisse war in der ersten Hälfte. Sie sehen den Zwischenstand auf den ersten sechs Positionen und Sie hören von mir noch ein paar Informationen, die wir aus dem Bereich der Boxengasse haben. Erstens, und das ist wohl das Wichtigste, und genau da passiert es, Bernd Schneider kommt rein. Es wurden nämlich Vorbereitungen getroffen für einen Reifenwechsel an der AMG Mercedes Box. Das glaubt uns keiner, aber der beste Mercedes ist zurzeit Franchitti, der liegt auf 15. Stelle. Schönen Dank, dass du mir die Info abgenommen hast. Ich habe wirklich auch erst einmal gezuckt und auf den Zeitnahmemonitor geschaut, aber es ist so. Damit nach diesem Reifenstopp des Bernd Schneider, der blitzschnell, nämlich in 9 Sekunden durchgezogen wurde, ist Dario Franchitti auf Rang 15 bester Mercedes. So, Fisichella, was gibt's da? Dessen Auto steht aufgebockt in der Box. Das scheint eine längere Reparatur im Getriebebereich zu sein. Und zu Courtin sollte ich Ihnen noch nachtragen, der meint zumindest von Michael Bartels wohl berührt worden zu sein, konnte danach den Motor nicht mehr starten, ist sich aber da nicht ganz sicher. Und ganz sicher sind wir uns auch hier zu Kontrollinformation, ob eventuell sogar Dario Franchitti jetzt auch noch reinkommt und auch noch an der AMG-Box einen Reifenwechsel vornehmen lassen muss. Turbulenz geht's zu hier in Silverstone bei dem Meisterschaftslauf Nummer 13 der ITC.
erstaunlich, wir sind 10 Runden gefahren erst, dass man jetzt schon zu Reifenwechsel käme, weil dann hat man wirklich vergriffen, wenn man die Reifen ausgesucht hat von Qualifying, weil... Franchitti Probleme. Dario Franchitti hat ein Problem, und zwar ist das der Bereich Abbey Corner. Schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie es passiert ist. Ja, da hat ihm aber jemand bei geholfen. Da hat ihm aber wohl offensichtlich jemand bei geholfen, und das war wohl Michael Bartels. Ich denke, ein orangefarbenes Auto doch gesehen zu haben. Die Hand früher ins Feuer legen würde ich nicht, aber so habe ich es mal zumindest interpretiert. Und das Dilemma wird natürlich jetzt erheblich größer. Bester Mercedes Mailänder mit 17. Platz in seinem neuen 96er Auto. Ja, dramatisch im Augenblick. Die Plätze 17 und 18. Sie haben die Reihung auf den ersten 6 Positionen gesehen. Entnehmen bitte unsere Einblendung der Plätze 7 hin bis 12. Und ich denke, wir schnaufen einmal ganz kurz durch hier in Silverstone, geben kurz zurück ins Sendezentrum nach Köln. Wieder zurück hier in Silverstone, und Sie sehen etwas sehr Bemerkenswertes. Tarquini kommt dichter an Klaus Ludwig heran. Danach unser gewohntes Duo, und das will ich nun gar nicht als gewohntes Duo bezeichnen, aber das Drama zeichnete sich vorhin schon ab. Es kommen herein Dario Franchitti und Montoya, und beide offensichtlich zu Reifenwechsel. Und Lechto presst sich vorbei an Manuel Reuter. Wir hatten uns gerade schon das Gleiche offensichtlich jetzt auch mit Alexander Wurz. Wir hatten uns gerade schon so ein bisschen gewundert. Die Rundenzeiten der beiden sanken ein bisschen hinter Manuel Reuter. Und jetzt geht der Finne am Meisterschaftsführenden vorbei. Das spricht sich aber für den Fairness von Herrn Flohr als Motorsportdirektor von Opel wieder. Dass er, es muss verlockend gewesen sein, einen Stallode rauszuhängen, weil Reuter nun ja der Meisterschaftsführende ist. Und das hat er immer noch nicht gemacht, das hat er kein einziges Mal gemacht dieses Jahr. Und es spricht wirklich für ihn. Das ist ein Mann, glaube ich, der sehr klaren, sehr deutlichen Entscheidungen geht. Ja, absolut. So, das nochmal in der Zeitlupenzuspielung. Der Überholvorgang von JJ Lechto und bei Dario Franchitti, Plattfuß vorne rechts. Und das Gleiche oder ein bisschen ähnlich gilt für Alessandro Nannini. Vorne links offensichtlich den Reifen beschädigt. Da kommt er raus und rutscht nach außen, offensichtlich mit einem sogenannten Slow Puncture vorne, und atomisiert ein Kurveneinlenkschild. Das sind diese Hinweisschilder, die den Kurvenverlauf anzeigen. Damit hat Alpha übrigens das zweite Schild an diesem Wochenende auf dem Gewissen. Herr Danner hat am Donnerstag schon eins niedergemacht. Das ist unsere Spitzengruppe. Ludwig und Tarquini. Abstand minimal wieder angewachsen, wo noch 7 Runden zu fahren sind, auf 1,1 Sekunden. Und Alessandro Nannini, Startnummer 6, er kommt herein. Und Sie sehen es jetzt selbst ganz deutlich, vorne links gibt es dort das Problem. Nannini war wirklich im Test hier der Schnellste. Und man hat auch praktisch erwartet, dass er den Pole hier holt. Er ist abgeflogen in Qualifying. Jetzt zweiter Abflug hier aus, scheint diese Woche nichts gelingen. Nee, ein Häkchen hinter. Ein bisschen besser gelingt es im Augenblick für Nicola Larini mit Platz 3 und vor allen Dingen für Gabriele Tarquini. Und ich denke, das ist zumindest noch ein versöhnlicher Silberschnei vom Alpha Horizont. Der Giorgio Pianta sagte am Samstag hier, also er rechnet ganz ehrlich gesagt nicht mit einem Sieg im ersten Lauf. Er hofft auf einen Erfolg im zweiten, und Nannini wirkt beim Rausfahren noch das Auto ab. Damit ist natürlich die gute Reifenwechselzeit der Alpha-Mechaniker dann dahin. Die Mechaniker, die übrigens zum Großteil aus dem Rallye-Bereich kommen, die mit Lancia in der Rallye-Weltmeisterschaft geschraubt haben, die konnten gestern mal zeigen, wie gut sie wirklich drauf sind, während Montoya erneut die Box ansteuert, hereinkommt, um den Alpha-Faden aber wieder aufzunehmen. Die haben gestern das angekokelte Fisichella-Auto, das mit Löschschaum vollgesaut war, innerhalb von 20 Minuten wieder einsatzbereit gemacht. Dann bei Montoya werden offensichtlich die Reifen wieder gewechselt. Ludwig und Tarquini, Abstand etwas mehr als eine Sekunde. Der pendelt immer so zwischen 04 und 05. Kommt Tarquini mal dichter an Ludwig heran und fährt Ludwig dann in der nächsten Runde Tarquini wieder weg. Larini, Modena, Lechto, Manuel Reuter ist jetzt auf Rang 6. 6 Runden oder 5,5 noch zu fahren. Ja, eigentlich hätten wir erwartet hier Silverstone eine schnelle Kurs mit sehr vielen schnellen Kurven, dass es eine Mercedes-Strecke wäre. Und so kann man sich mittlerweile in ITC irren, weil Mercedes wirklich außer Franchitti nicht bei Musik dabei war diese Woche.
So kann sich auch zum Beispiel der Meisterschaftsführende irren. Manuel Reuter sagte mir, ich halte den ersten Teil eindeutig für eine Mercedes-Strecke und den zweiten eindeutig für eine Alpha-Strecke. Und es sieht nun alles völlig anders aus. Und Reifenschaden gibt es auch am Auto von Alan Lohr. Die 21, Reifenschaden vorne links am 95er Person Mercedes. Das ist ein Massensterben mittlerweile von Bridgestone. Die müssen total vergriffen haben. Vielleicht durch diese Drängnis, um schnellere Trainingszeiten zu kriegen, haben sie einen weichen Reifen gewählt für Qualifying und der hält nicht den Distanz aus. Und damit sind natürlich die kleinsten Hoffnungen von Mercedes sogar gestorben. Ausgeritten übrigens in der Nannini Corner, dort wo der Italiener dann vorhin schon das Schild da niedermachte. Ja, Silverstone ist sehr sicher, ist natürlich Formel 1 Standard, sehr große Auslaufzonen. Und absolut fantastische Sicherheit vorhanden hier. Die beiden liegen übrigens wirklich so beieinander, wie sie gerade hier fahren. Da reden wir nämlich so über die Plätze 18 bis 20 in etwa. Und bei Juan Pablo Montoya ist es so, dass dessen Auto in die Box hineingeschoben wird. Nannini übrigens liegt auf Rang 19 und Frank Kittiné, der hat Rundenrückstand, 23. Position. Unser Spitzenreiter Klaus Ludwig, 8 Werkskalibra gibt es im Starterfeld, einen 9. fährt Giudici, einen 10. denke ich, wird es auf dem Nürburgring geben, beim nächsten Auftritt der ITC, wenn alle Stimmen aus dem Opel-Lager richtig gedeutet werden, dann wird dort der Meister des Jahres 1984, nämlich Volker Striezek, mal wieder ins Lenkrad greifen und wird mit dem schneeweißen Testauto dann auf dem Nürburgring antreten. Und wenn Sie mich fragen, diese vorsichtige Formulierung von Opel, das wird so. Wurz und Manuel Reuter kämpfen um die Plätze 6 und 7 und Wurz innen vorbei in dieser langsamen Passage vor Start und Ziel. Das ist sogenannte Laffite-Passage. Das war sehr gut gemacht von Wurz. Er hat eine ganz eigene Linie da gewählt und ist einfach stehen geblieben mitten in der Kurve, war dabei aber schon vorbei beim Reuter und Reuter konnte sie nicht konnten. Natürlich auch, wenn der Reuter-Meisterschaft führt, muss man sagen, hat Alexander Wurz eine sehr gute Art und Weise ausgesucht, einen sehr guten Platz ausgesucht, wo er ihn sicher überholen kann und souverän gemacht. Also das spricht wirklich für die Rennintelligenz eines Alexander Wurz in seinem ersten Jahr, in seinem ersten wirklichen Jahr im Tourenwagensport. Ja, ist von den jungen Formel 3 Fahrer, die dieses Jahr dazu gekommen sind, ist er der einzige, der sich wirklich kontinuierlich verbessert und mittlerweile in der Spitze behaupten kann. Wir haben ja übrigens wahnsinnig viel Spaß macht in der Spitzengruppe im Augenblick. Das ist unser 8-Platzierter. Das ist nämlich Jason Watts. Der junge Mann im schneeweißen Alpha mit der 19, der in diesem Jahr noch nicht viel Glück gehabt hat, der Giorgio Pianta auch manch graues Haar beschert hat. Da erinnere ich mal ans Aufwärmtraining in Helsinki, als er den Apparat in die Mauer schmiss, fährt im Augenblick auf Rang 8 sehr, sehr gut, ist sehr ordentlich unterwegs. Das ist ein junger Mann, der für seinen Einstieg in den Motorsport hart gekämpft hat. Dort gibt es eine Episode, die, ich denke, erzählenswert ist, da seine Eltern auch nicht unbedingt über alle Reichtümer dieser Erde verfügen und er chronisch klamm war, hat er, als es in die Formel-Winterserie hier in Großbritannien hineinging, sein Privatauto verkauft, hat dieses Geld investiert, um Rennsport zu machen. Und hier ist er unterwegs, hat dieses Geld in den Rennsport investiert, war am Ende des Jahres in der Meisterschaft ganz vorne und dann begann eine tolle Karriere über die Formel Opel Europawertung im letzten Jahr, die er gewonnen hat und nun in ITC-Diensten für Alfa Romeo. Dazu kamen natürlich sehr, sehr unerfahren in die ITC rein. Alle anderen die haben schon harte Formel 3 Jahre hinter sich. Und dafür hat er sich sehr gut behauptet. Er hat einen schweren Stand gehabt bei einem Alpha am Anfang, wie du schon sagtest, aber kommt auch langsam. Kommt langsam. Klaus Ludwig kommt auch langsam. Und zwar, was den Ausbau-Vorsprung angeht. 2 Sekunden der Vorsprung auf Tarquini. Und Manuel Reuter holt sich den 6. Platz von Alexander Wurz zurück, oder? Genau. Geht daneben, ohne besonders intensive Gegenwehr von Alexander Wurz, aber wie wollen Sie es bei Teamkollegen auch anders machen. Dahinter aber Jason Watts und der könnte natürlich jetzt in diesem Opel-internen Zweikampf das Zünglein an der Waage spielen. Denn ich sage Ihnen eins, das schaut er sich nicht allzu lange an. Und von den Rundenzeiten her ist er schneller als Manuel Reuter.
Und den Jason Watt interessiert natürlich kein bisschen, dass der Manuel Reuter der Tabellenführer ist. Er wird natürlich versuchen, in der übrig bleibenden drei Runden da durchzukommen und hat sicherlich sehr gute Chancen. Einer der jungen Kollegen, nämlich Juan Pablo Montoya, ist mittlerweile draußen. Das Auto ist in die Box geschoben worden. Es gab Hydraulikprobleme im Lenkungsbereich. Also das Aus zumindest für den ersten Lauf. Und Bernd Mailänder ist bestplatzierter Mercedes-Mann. Jawohl, wir reden über Rang 15, Mailänder, Grau van Ommen, 15, 16, 17, Schneider dann 18. Barini überrundet hier Gianni Giudici. Und dann die Verfolger mit Modena, mit Lechto, Reuter und Wurz und Jason Watt, der ein bisschen zurückgefallen ist. Der nicht mehr den direkten Anschluss hat an Alexander Wurz. Der 9. ist dann Yannick Dalmas und der 10. Christian Dann. Tja, das mit den Jungen in der Meisterschaft, das scheint sich bewährt zu haben. Es gibt mittlerweile so richtige Talentspäher, die durch die Lande ziehen. Mercedes betreibt das sehr intensiv, vor allen Dingen hier auch in England. Man hat sich nicht nur den Montoya angeschaut, sondern auch den Ralph Firman und den Gee Smith. Das sind die Herrschaften, die auf Platz 1 und 2 in der britischen Formel-3-Meisterschaft im Augenblick liegen. Und man fühlt sich natürlich bestätigt nach den Erfolgen eines Jan Magnussen und eines Dario Franchitti, eben in diesen Meisterschaften zu suchen. Und Reuter in riesigen Problemen. Manuel Reuters Auto raucht. Rauch stieg auf dort beim Anbremsen. Und zwar Rauch aus dem linken hinteren Bereich. Und das Auto war auch gerade in einer unsauberen Fahrlinie. Keke Ölaustritt. Ja, weiß ich nicht. Sie deutet auf eine Hinterachse an. Also ich glaube, dass der Manuel Reuter, lass uns kurz nachdenken, hier unter Umständen den ersten Ausfall seiner ITC-Karriere in diesem Jahr hinnehmen müsste. Hinten hängt auch irgendwas runter, aber das kann eigentlich damit nicht so recht zusammenhängen. Nee, das ist nur eine Kleinigkeit. Das ist eine Kleinigkeit. Der Rauch kommt eindeutig aus dem Radkasten, also aus dem Bereich der Hinterachse. Und es waren natürlich sehr lange zwei Runden für Manuel jetzt. Es geht um Punkte, er muss ins Ziel kommen. Aber ob es ihm gelingt, bezweifle ich, es sind noch 10 Kilometer zu fahren. Also jetzt kannst du wirklich nur Daumen drücken. Daumen drücken für den Manuel Reuter, weil der hat wahrscheinlich alles verdient. Nur das nicht, ganz sicher nicht. Der Meisterschaftsführende, hoffentlich hält das Auto über die letzten knapp 7 bis 8 Kilometer. Wir müssen das auch gleich mal bei der nächsten Zieldurchfahrt beobachten, ob die Rundenzeiten davon direkt betroffen sind. Hier ist es mal eine halbe Sekunde, die zugunsten von Alexander Wurz spricht. Und der Blaurauch wird stärker. Der Rauch wird stärker aus dem linken Radkasten heraus. Und Alexander Wurz hat für meine Begriffe eine ganz klare Aufgabe im Augenblick. Die klare Aufgabe, Jason Watt dran zu hindern, an Manuel Reuter vorbeizuziehen. Sie sehen das bitte schön selbst, die Plätze 6, 7 und 8. Macht das allerdings auch mit sehr viel Fingerspitzengefühl, zumindest.